Ich denke aber, dass wir trotzdem eine angeregte Diskussion haben werden mit den Beteiligten, die hier am Tisch sitzen. Wir erwarten noch eine Person, die sicherlich im Stau steht. Die hat nämlich den weitesten Weg, kommt nicht hier aus der Gegend oder von der A, sondern die Person kommt vom Niederrhein. Wir haben auch weitere Personen, die, mit denen ich gesprochen habe, die heute mit dabei sind, die wir dann auch zuschalten werden und in die Diskussion mit einbinden wollen. Das letzte Mal hatten wir sehr deutlich gemacht, die Soforthilfe ist etwas ganz Besonderes und auch Historisches bei dieser Katastrophe, die im Sommer, jetzt vor 14 Wochen, hier an der A, aber auch an der Erft und in vielen Regionen Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz eingetreten ist. Aber man darf auch nicht vergessen, auch in Bayern. Und wir haben festgestellt, diejenigen, die vor Ort waren, sehr früh und dort geholfen haben, am Ende der Diskussion beim letzten Mal haben alle gesagt, sie gehen mit einem besonderen Glücksgefühl auch aus dieser Sache heraus, weil sie etwas erlebt haben, das sie in ihrem ganzen Leben noch nicht erlebt haben. Die Solidarität, die man empfunden hat, und das Gefühl, gebraucht zu werden. Egal, wo, ob man sehr jung war und das erste Mal während seines Studiums Kommilitonen und Kommilitoninnen getroffen hat oder ob man schon etwas älter ist, so wie ich und auch viele, die bei uns in der Taskforce ihr Erfahrungswissen mit einbringen. Wir sind auch sehr dankbar dafür, dass man das wertschätzt, was wir als Erfahrung jetzt in die Krisenprävention und Krisenbewältigung mit einbringen können. Wir werden heute auch nochmal mit dem Thema beginnen, was Soforthilfe angeht. Und ich bin ganz sicher, alle hier in Bonn sind sehr gespannt, was Markus Bischof berichten wird, was wir aus der Taskforce, die sich dann begründet hat, berichten wollen. Und dann werden wir aber auch in einen Teil hineingehen, wo wir sagen, nach 14 Wochen ist das Grobe wahrscheinlich getan, aber es liegt noch eine lange Strecke vor uns und es kann noch viel passieren, was eventuell auch einen Katastrophen- oder zumindest Krisencharakter hat. Deshalb würde ich zunächst einmal Markus Wipperfüld bitten. Er ist seit 14 Wochen immer wieder in den Gebieten, die schwer betroffen waren. Und er ist auch jemand, der sehr viele Personen erreicht hat, die auf der einen Seite Hilfe benötigen und auf der anderen Seite aber auch ganz, ganz unterschiedliche Hilfe bekommen haben. Und deshalb, Sie haben das Wort. Ja, ich glaube, bin auch vor 14 Wochen. Und vor 14 Wochen bin ich im Ahrtal angekommen. Die Geschichte kennen ja die meisten. Und es war einfach eine Riesenwelle, die irgendwie im Kleinen angefangen hat. Wir haben das Problem vorgefunden, dass wir mit dieser Katastrophe schlecht umgehen konnten, weil wir einfach nicht wussten, wie wir diese Menge allein bewältigen sollen. Und bei mir ist es dann so gegangen, dass ich über Social Media Aufrufe gestartet habe und dann sozusagen diese Hilfswelle in Gang gesetzt habe. Dass wir immer konkret Probleme genannt haben,
Wir haben eben ja, über Videos gezeigt, was gerade Stand der Dinge ist. Und dadurch hat sich dann bei allen Menschen, die zugeschaut haben, ein Verständnis dafür ergeben, was gerade benötigt wird. Und diese Welle hat sich im Prinzip von alleine in ganz Deutschland in Gang gesetzt und ist dann eben auch bei uns angekommen, wofür ich eben auch sehr dankbar bin. Und das hat wirklich hervorragend funktioniert. Das sind alles Menschen, Fachleute angekommen, die mit ihren Maschinen, die mit ihrem Wissen dazu beitragen konnten, so diese ersten schlimmen Tage zu überstehen. Und da zähle ich aber nicht nur jetzt die Landwirte, Bauunternehmer und alle, die jetzt mit Maschinen da waren, zu, sondern im Nachhinein dann eben auch so nach 6, 7 Tagen ging es dann auch los, dass bei uns vor Ort dann in Waldbauzeiten, davon spreche ich jetzt, eben auch die anderen Hilfsdienste vor Ort waren und es dann losging. Es war eben das Problem, dass wir konnten uns selbst koordinieren. Wir sind einfach hingefahren und haben gemacht. Also wir haben schon von der Feuerwehr gesagt bekommen, wo wir anfangen sollen. Und ab da lief das von alleine. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die Hilfskräfte nur nach Auftrag arbeiten können und runterkommen dürfen. Und als das dann auch lief, dann wurde es auf jeden Fall besser. In der Pressemitteilung, die die Universität Bonn zu dieser Veranstaltungsreihe herausgegeben hat, ist ja auch nochmal der Stolz der Universität Bonn betont worden, dass ein Alumni der Universität Bonn, es war, der dort ganz aktiv immer noch ist und die Person motiviert. Und ich denke, für jemand, der Agrarwissenschaften studiert hat, ist das dann auch nochmal ein besonderer Stolz, weil wir sind beide Agrarwissenschaftler und wissen bei vielen Themen eben, was als Folgeschäden noch alles auftreten muss. Aber ganz zeitnah zu den Hilfen Einzelner ist dann die Plattform Pack an ins Leben gerufen worden. Und was war der Antrieb und die Motivation, Pack an ins Leben zu rufen? Und wer als Personen steckt hinter Pack an? Ja, erstmal vielen Dank. Pack an wurde ziemlich schnell gegründet. Also ich war nach, glaube ich, 5, 6 Tagen das erste Mal im Ahrtal mit Kuchen, den meine Frau und 40 Freundinnen gemacht haben. Aber wir hatten zumindest 40 Bäche Kuchen dabei. Genau. Und Kaffee. Und so sind wir da runtergefahren und standen an der Freiwilligen Feuerwehr, an der, ich glaube, das ist auch die Ahrtorbrücke in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Und da war ganz schnell klar, erstens der Kuchen war ratzfatz weg und der Kaffee war auch ziemlich schnell leer. Aber es ging darum, das Erste, was wir gesehen haben, war, wir müssten, glaube ich, an Tag 2 denken. Weil das Schlammschütten hatte da schon begonnen, das Entrümpeln auch. Aber für uns war immer klar, wir müssen Leute zusammenbringen. Und da bin ich nach Hause gefahren, in Gedanken war ich schon bei meinen Entwicklern. Und das Schlimmste darüber hinaus war, dass die Leute gar nicht wussten, was 2 Straßen weiter war. Das heißt, die haben alleine nur eine Schippe gesucht oder Gummistiefel gesucht, wussten aber nicht, dass das Lager 2 Ecken weiter Gummistiefel und Schippen en masse hatte. Aber sie selber haben danach gesucht. Aber wie sollen sie es auch finden? Und dann haben wir eine Plattform gegründet, innerhalb von, ich glaube, 48 Stunden in der ersten Version, wo wir halt versucht haben, diese Locations ausfindig zu machen, zusammenzubringen und Leute, Helfer und Betroffene miteinander zu vernetzen. Da gibt es natürlich heute auch noch 2, 3 andere Plattformen, die das machen. Wir denken jetzt schon wieder einen Schritt weiter. Aber das war eigentlich der Grund, warum es das gegeben hat. Ja. Aber vielleicht, dass beide nochmal etwas zu diesen Dimensionen erzählen, wie viele Personen man überhaupt erreicht hat. Einmal durch die Medienpräsenz und zum anderen über diese Plattform. Ich denke, das ist auch nochmal sehr interessant. Ich werde ja gleich noch die Frau Dr. Christiane Stephan bitten, etwas von mehreren Unis als Anliegen an diejenigen, die sich an der Ringvorlesung beteiligen, loszuwerden. Deshalb, wie groß ist so, man kann nicht sagen, der Fanclub, aber es sind ja Leute, die sich 14 Wochen bereits untereinander austauschen und
aktuell informiert werden? Wie viel sind das so etwa? Wie ist die Reichweite? Ja, die Reichweite ist, glaube ich, enorm. Es war ja, bei mir war mal eine Statistik auf der Seite, dass 20 Millionen Menschen erreicht werden, allein durch meine Plattform. Und da muss ich auch nochmal mich bei allen bedanken, die das wahrgenommen haben, wie jetzt zum Beispiel hier Kuchen vorbeibringen, Getränke. Wir haben immer gesagt, jeder kann sich einbringen mit dem, was er kann. Völlig egal, ob ich gar nichts kann, dann kann ich mit den Händen arbeiten, ich kann aber auch einen Euro spenden. Und jeder hat seine Qualitäten eben mit eingebracht. Und das war so dieses Besondere und dieses Einmalige, was ja immer noch stattfindet. Die Hilfe weiß der noch nicht ab, Gott sei Dank. Ne? Letzte Woche Samstag oder vorletzte Woche Samstag waren bei mir etwa schon 3.400 Menschen zur Hilfe, die sich einfach mal runterfahren lassen, die sich haben einteilen lassen. Und anders geht es nicht, bei der Katastrophe über im Ahrtal allein 50 Kilometer. Man stellt sich mal eine Strecke von 50 Kilometern vor, die komplett zerstört ist. Es gibt keine andere Lösung, als dass wir alle mit anpacken. Und das hat, glaube ich, jeder verstanden in Deutschland. Und da, also, was du gerade erzählt hast, das ist ständig vorgekommen. Wir haben nicht einmal gehungert, wir hatten zu trinken. Wir haben uns am Anfang natürlich die ersten drei Tage selbst versorgt. Wir haben die Kühltruhen waren alle aus, war ja kein Strom mehr da. Dann holte der erste den Grill und so ging das los. Und so ist diese Gemeinschaft gewachsen. Und das ist aber ja nicht nur bei uns im Wahlprozess passiert, das hat man aus allen Ortschaften. Das ist alles, alles gleich entwickelt, diese Katastrophenbearbeitung, sag ich mal. Und das auch über Landesgrenzen hinweg, also auch in Nordrhein-Westfalen und an der A, aber die Zerstörung an der A ist halt so dramatisch, dass man auch hier den Fokus sehr stark drauf gesetzt hat. Aber wie viele Formen der Hilfe sind über diese Plattform dann ermöglicht? Wir haben die Plattform, die ist sehr breit aufgestellt. Das geht los bei, ich sag mal ganz normal, nur meine Arbeitskraft anbieten. Ja. Und wie es am Anfang auch sehr notwendig war. Dann ging es darüber hinaus, was ist an Materialien erforderlich? Also was können wir runterschicken? Dann gab es Leute, die kamen mit Baggern auch über die Plattform runter, die haben Baustellen gesucht. Menschen haben auch dazu aufgerufen, könnt ihr bei mir nächste Woche Samstag vorbeikommen, ich brauche drei kleine Bagger, der Garten muss geräumt werden, was auch immer. Der Markus war ja die meiste Zeit dann auch damit beschäftigt, überhaupt die Straßen zu räumen, also mit ganz großem Gerät dazu arbeiten, damit die Leute überhaupt zu den Häusern kommen. Also das ist ja eine Arbeit in den Anfängen gewesen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mittlerweile ist es so, dass wir sehr viele Patenschaften vermitteln. Das geht los bei Schulkindern, das geht los bei Erstausstattung der Schulkinder. Und jetzt gilt es halt auch längere Partnerschaften zu machen. Und durch den Dieter Könnes, der ja leider heute verhindert ist, habe ich auch ziemlich schnell am zweiten Tag oder so, als ich dann wieder zurück war, mit ihm ein Meeting gehabt und habe gesagt, Dieter, wir müssen hier an Tag 2 denken und das ist die Medienberichterstattung. Und das ist ja das, was ziemlich schnell in Deutschland immer wieder ausgewechselt wird in Medien. Und dann sagt er, alles klar, wir fahren runter. Und seitdem sind wir dann natürlich unterwegs und holen uns immer wieder Stimmen ein, fragen auch bei den Menschen, wie es ihnen geht. Aber auch ganz wichtig, wie geht es auch mit Markus Wilber für? Ja. Ja, und das ist auch ein Thema, dass man da einfach mal fragt, wer ist der überhaupt? Ja. Ja, zum Beispiel, und ja, nicht nur auf die Krise bezogen oder auf die Katastrophe, sondern wer ist der, wie geht es den Leuten? Und da sind wir gerade mit der Berichterstattung unterwegs. Das ist auch alles so ein bisschen aus der Initiative Pack an entstanden. Wir haben darüber hinaus vor 2 Wochen die A-Tour gemacht. Das heißt, wir sind 3 Tage von dem Entsprung der A in Blankenheim bis nach Sinzig runter in den Rhein gefahren mit dem Fahrrad und haben das alles, ich sag mal, fast 24 Stunden gefilmt. Ist aktuell in der Postproduktion und darauf werden wir uns auch freuen, das in den nächsten Wochen zu sehen. Denn das große Ziel aller Beteiligten, die sich an Pack an angeschlossen haben, das ist ja die Taskforce auch, ist, dass nicht ganz schnell zur Tagesordnung übergegangen wird. Wir haben ja in der Zeit, als das die Katastrophe passierte, Urlaubszeit gehabt, das ist die eine Sache. Dann Wahlen, die wieder eine neue Bundesregierung hervorgebracht hat oder bringen wird. Und wir haben sehr viele Ereignisse, die durchaus dann schnell dazu führen, dass man was vergisst. Und wenn man jetzt das schöne Herbstwetter sieht und nicht nach unten guckt, sondern nach oben an der A, findet man noch diese wunderschöne Landschaft vor sich.
Und wer nicht den Blick nach unten wagt, kann sich eigentlich nicht vorstellen, wie viel Leid immer noch dort unten ist. Aber beide Initiativen sind ja in diesen ersten Wochen besonders effektiv auch gewesen. Und wir haben eine Teilnehmerin, Frau Katharina Koblev. Wenn Sie sich mal kurz vorstellen würden, weil Sie gehören auch zu denjenigen, die ganz früh dort waren. Und Sie haben einen besonderen Beruf, der Sie ja eigentlich auch auszeichnet, sehr schnell Hilfe zu leisten. Vielleicht können Sie sich ganz kurz einmal vorstellen. Ja, hallo. Erstmal Dankeschön, dass ich da sein darf oder hier mit dran teilnehmen darf. Ich bin Katharina Korolev, 26 Jahre alt und Soldatin. Und ja, ich war mit unterstützen in Bad Neuner, Ahrweiler und Altener, Altenburg. Und was war so Ihre Motivation, dorthin zu gehen und Ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen? Und wie, was haben Sie dort gemacht? Ja, das hat damit angefangen, dass ich selber sehr viele Bekannte habe, die betroffen sind. Unter anderem auch eine Kameradin von mir, die sehr, sehr stark betroffen ist und auch ihre Familie. Und auch der Reitstall, wo ich mein Hobby ausübe. Da ist der ganze Stall auch von der Flut mitgerissen worden. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Also nicht nur ein bisschen, sondern ich war einfach schockiert. Konnte nicht so recht glauben, was da los ist. Hab mir Leute geschnappt, genauso viele freiwillige Kameraden, die genauso helfen wollten. Wir sind dann einfach auf eigene Faust runtergefahren und haben dann vor Ort gesehen, was da überhaupt passiert ist. Ja. Also Sie sind ja als Soldatin im öffentlichen Dienst, so wie das auch viele an der Universität Bonn sind. Und gerade heute haben wir nochmal sehr viele Informationen bekommen, dass man das auch nochmal erwähnen sollte, auch die von der Universität Bonn sind ganze Teams, Professoren mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dort hingefahren. Und wir haben ja sehr viele ausländische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die auch alle mit angepackt haben. Von unserer Verwaltung genauso wie von denjenigen, die Forschung betreiben. Und ich weiß, Sie sind ja auch nicht im militärischen Einsatz irgendwo, sondern eher auch in der Verwaltung. Und Sie haben auch gesagt, mit dem, was Sie gelernt haben, können Sie effektiv helfen. Ja, definitiv. Also das Ding ist, wir waren übers Wochenende dort. Also die Flut, das Hochwasser war ja von Mittwoch auf Donnerstag, glaube ich, die Nacht. Ja. Wir haben Donnerstag und Freitag war irgendwie noch gar nicht so klar, was überhaupt passiert ist. Und wir haben dann das Wochenende sofort genutzt, sind runtergefahren und ja, ich glaube, die ersten 3 Tage hatten wir nicht wirklich etwa viel Material dabei. Wir wussten nicht, worauf wir uns da einstellen sollen. Und das kam so von Tag zu Tag. Da wurden wir immer organisierter und haben einfach mit unseren Händen, Eimern, Schippen, unserer militärischen Ausrüstung, alles, was wir da hatten, geholfen und gemacht, wo wir nur konnten. Ja, also das haben wir eben auch immer wieder von allen gehört. Es ist aber sehr viel auch Eigeninitiative mit dabei gewesen und die Fähigkeit, in so einer Situation auch selber entscheiden zu können. Und das sind ja etwas andere Strukturen als die man so sich vorstellt als Zivilist beim Militär. Da wartet man ja eher auf einen Befehl, um in die Hilfe zu gehen, aber es gibt durchaus Menschen, die dann auch sagen, ich bin auch Privatperson und ich habe mich dann auch entschieden, selber
mit dem Wissen und dem Können, was ich gelernt habe, auch mich entsprechend einzusetzen. Ja, voll und ganz recht. Jeder von uns, also der zu meiner Gruppe gehört hat, mit denen ich unten war, von meinen Kameraden, wir haben das alles freiwillig gemacht und uns dafür frei genommen, beziehungsweise haben wir auch freie Tage bewilligt bekommen, da wir ja keine Grundlage hatten, dass wir das im Dienst auf dienstlichen Wege machen können. Deswegen haben wir die Tage dementsprechend freigestellt bekommen, sodass wir privat zumindest helfen können. Und dem sind natürlich auch sehr viele Unternehmen gefolgt. Es sind ja in der Regel Leute in ihrem Alter gewesen, die in Unternehmen oder Verwaltungen eingestellt waren. Und die Arbeitgeber waren alle sehr großzügig und haben ihre Leute mit freigestellt. Ja. Und, Sie können sich vorstellen, an einer Universität oder sogar an mehreren Universitäten ist das das Forschungsthema im Moment. Was hat die Helfer angetrieben und warum ist das erste Mal bei dieser Sache ein Hallo, Herr Dr. sind da entsprechende Aktivitäten so wichtig und gewesen. Ja, wir begrüßen unseren vierten Herrn der Runde. Wir kommen auch gleich zu ihm, aber ich denke, wir sollten vielleicht diese Sache nochmal vertiefen und dann mit Frau Dr. Christiane Stephan. Frau Dr. Christiane Stephan ist an der Universität Bonn Postdoc, nennt man das so etwas, und sie arbeitet zusammen mit der Bergischen Universität in Wuppertal, dort mit dem Bereich Sicherheitstechnik, Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und Objektsicherung. Dann in Bonn am Geografischen Institut und mit der Technischen Universität in Köln, Institut für Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr. Und diese Gruppe hat ein Anliegen an alle, die Soforthilfe geleistet haben. Frau Stephan, sind Sie eingeloggt? Könnten Sie dazu etwas sagen? Ja. Ja, vielen Dank, Frau Petersen. Danke für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Wie Sie schon gesagt haben, uns interessieren aus der ForscherInnenperspektive Fragen wie: Warum haben Spontanhelfende bei dieser Flutkatastrophe geholfen? Was waren die Motivationen, teilweise wirklich lange Wege auf sich zu nehmen, sich in Gruppen spontan zu organisieren, um an die A, an die Ruhr, an die Wupper oder andere Flüsse zu fahren und dort den Menschen, den Betroffenen zu helfen? Die Motivation kam auf meiner Seite davon, dass ich selber als Spontanhelfende tätig war. Also ich habe erstmal meine ForscherInnenrolle hinter mir gelassen, war im Ahrtal unterwegs und habe dann nach einiger Zeit darüber nachgedacht, okay, man könnte, also es gibt schon einige Umfragen, die laufen, aber die Perspektive von wirklich Spontanhelfenden, die über einen langen Zeitraum dabei sind, die interessieren uns. Also nicht nur Leute, die über schon ehrenamtliche Organisationen aktiv sind und eingebunden werden, sondern diese, sage ich mal, normalen Menschen, unsere Nachbarn, die einfach vor Ort Hilfe leisten. Dann habe ich mich zusammengeschlossen mit anderen Personen, die ich schon kannte, aus dem Katastrophenschutz oder aus der Forschung zum Katastrophenschutz und zur Zivilgesellschaft, zum zivilgesellschaftlichen Engagement, weil wir gedacht haben, es macht Sinn, dass nicht eine Universität alleine forscht, sondern dass sich verschiedene Leute zusammenschließen und dann nicht tausendmal dieselben Fragen gestellt werden, sondern im besten Falle nur ein paar Mal. Und wir haben eine Online-Umfrage konzipiert unter Spontanhelfenden, die seit heute online ist und die für die nächsten 6 Wochen online ist. Und ich möchte die Gelegenheit natürlich nutzen, auf den Link und auf den, auf die Möglichkeit, dort teilzunehmen,
ja, die Gelegenheit möchte ich nutzen, darauf hinzuweisen. Ich weiß nicht, ob ich hier den Link teilen kann im Chat oder ob ich den Bildschirm freigeben kann, aber wenn die Möglichkeit besteht, mache ich das sehr gerne. Ja, ich denke, Sie haben ja gehört, welche Dimensionen die Medienpräsenz von Herrn Wipper führt und auch anderen, Dieter Könnis, hat. Ich denke, damit werden viele angesprochen. Und vielleicht können Sie noch mal so ein bisschen was dazu sagen. Als wir den ersten Kontakt hatten, hatten Sie gesagt, ja, ich weiß aber noch nicht so recht, ob wir die freigeben können. Und glaube ich, gestern oder heute haben Sie mir ja geschrieben, ja, sie ist freigegeben. Was heißt freigegeben? Das sollten Sie vielleicht auch noch mal allen, die hier zuhören, sagen. Weil auch unsere Forschung ist ja immer etwas bürokratischer und komplizierter geworden. Und deshalb können Sie vielleicht etwas dazu sagen, was nochmal überprüft wurde, bevor Sie das weiter die Umfrage auch weitergeben dürfen. Ja, klar. Also es liegt an einer Prüfung, an einer Ethikprüfung. Es kommt, ist mehr und mehr gängig, dass auch an deutschsprachigen Universitäten es Ethikräte, Ethikkommissionen gibt, die bevor eine Umfrage durchgeführt wird, überprüfen, werden dort Dinge abgefragt, die eventuell für die Befragten zu belastend sind, zu persönlich sind, in das Leben eingreifen der Befragten über ein Maß hinaus, was zumutbar ist. Und deshalb, wir wollten auf der sicheren Seite sein, dass wir mit den Ergebnissen dann auch wissenschaftlich was anfangen können und auch damit niemandem schaden, beziehungsweise die Fragen so gestellt sind, dass sie aus wissenschaftlicher und ethischer Sicht einwandfrei sind. Und deshalb hat unser Kooperationspartner von der Universität Wuppertal, also der Ethikrat der Uni Wuppertal, diese Umfrage vorher überprüft und jetzt gestern haben wir das okay bekommen. Ja, und dann ist das heute schon tatsächlich eine Möglichkeit, Multiplikatoren zu finden für die Sache und ich wünsche Ihnen auch, dass die vielen, die geholfen haben, sich auch an dieser Umfrage beteiligen. Denn im Hintergrund steckt ja, hat man das nicht vorher gemacht, wird eine Veröffentlichung, die man ja als Wissenschaftler rausgeben muss, das ist das tägliche Brot innerhalb der Wissenschaft, eventuell von Zeitschriften nicht akzeptiert werden und deshalb muss dieser Aufwand gemacht werden. Aber es ist auch gut, wenn viele Augen mal drüber sehen, ob da nicht irgendwie was gefragt wird, was man eigentlich nicht so vertreten kann. Und das ist geprüft und mit einem geprüften Fragebogen, denke ich, geht man dann jetzt auch gut in die Öffentlichkeit. Ja, vielen Dank. Ich würde dann in den stärkeren zweiten Teil gehen, weil im ersten Teil haben wir ja schon sehr viel darüber gesprochen, dass schnelle Hilfe erfolgt ist. Auch nicht nur durch diejenigen, die da ausgebildet sind, weil sie zu den institutionellen Hilfsorganisationen gehören, sondern von jedem, der sich berufen gefühlt hat, dort anzupacken. Und wir haben aber auch sehr schnell erkannt, hier sind auch Probleme, die vielleicht jemand noch gar nicht so stark sieht, der nicht eine gewisse Erfahrung mit solchen Flutkatastrophen hat, weil aus den letzten Jahren hat man immer wieder gesehen, solche Flutkatastrophen hinterlassen, Folgeschäden, die man eventuell erst in einigen Jahren finden würde, wenn man nicht von vornherein darauf achtet. Und aus dem Grund ist die Fachtaskforce entstanden, Wiederherstellung von landwirtschaftlichen Bodenwerten. Und wir haben auch schon die erste Frage aus dem Chat dazu bekommen, wer gehört zu dieser Taskforce? Es sind einige online
Und einer, der zu dieser Taskforce sehr früh dazugekommen ist, auch ein Alumni der Universität Bonn, ist Herr Dr. Hoben. Und vielleicht können Sie sich ganz kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Rainer Hoben. Ich bin Landwirt und habe in Bonn Agrarwissenschaften studiert. Im Anschluss daran promoviert und mich dann selbstständig gemacht und habe jetzt rund 30 Jahre Erfahrung in der Rekultivierung von Böden, also von einfachen Bodenverdichtungen hin bis zur Ansonierung von Mineralöl, Kohlenwasserstoff. Und habe in meinen Arbeiten mit sehr vielen Leuten, mit sehr viel Technik gearbeitet, den Herrn Becker kennengelernt. Wir haben zusammen auch Sanierungsmaßnahmen gemacht und im Grunde genommen auf die Anregung von Herrn Becker bin ich dazu gestoßen und ja, jetzt geht sich sicherlich darum, die Schäden als solche zu systematisieren und ganz systematisch abzuarbeiten, nach Gefahrenpotenzial und sicherlich nach Auswirkungen insgesamt, wirtschaftlich, sicherlich auch ökologisch und auch sozial. Und dann im Grunde mit strategisch eine Truppe aufzubauen, so habe ich es verstanden, in der sich jeder wiederfindet. Also mein Part wäre dann irgendwo das, was bei dir hinterm Trecker hängen würde. Die Spezialtechnik zur Bodenbearbeitung und das Netzwerk, was dazugehört. Und so ist es halt sehr umfangreich, was zu tun ist. Die Aufgaben sind sehr vielfältig. Und irgendwo hat ja jeder von uns viele Bereiche, in denen man vernetzt ist. Und also ich kann irgendwo noch das Netzwerk dabei steuern, was eben die Technik für auf die Flächen zur Verfügung stellt, das Know-how und sicherlich auch spezielles Know-how und spezielle Verfahren für schwer kontaminierte Sachen und eben ausreichend Schlagkraft, die man sich wirklich auf Prozess braucht. Das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe und da würde ich mich gerne einführen. Wir haben die Taskforce ja auch recht schnell ins Leben gerufen und so zwei Netzwerke zusammengeschmissen. Einmal mein Netzwerk an der Universität Bonn und das Netzwerk von Klaus Becker. Er könnte uns vielleicht noch mal ganz kurz sein Netzwerk schildern und ganz kurz schildern, wo er den ersten Eindruck gewonnen hat und aus dem er eben den Bedarf einer solchen Taskforce dann auch abgeleitet. Mikro an. Das Mikro ist noch aus. Vielleicht das Mikro anstellen. So, ja. Schönen guten Abend allen, die mit teilnehmen. Und danke auch für die Einladung heute. Ich möchte das ganz kurz machen. Wir kennen uns lange Jahre, Herr Hoben, Frau Petersen. Und meine Tätigkeit, ich bin Sachverständiger für Bodenkunde und für Bodenschutz, bin auch öffentlich gestellt vereidigt. Habe früher in Wesselingen ein Bodenuntersuchungslabor gehabt, zu einer Zeit, wo in Deutschland Altlastensanierung angesagt war. Das ist dann, soll man sagen, mit der Wende intensiviert worden. Es sind die Altlastenstandorte der ehemaligen GUS-Staaten, Militärstandorte, saniert worden. Dazu kamen dann die Braunkohlegebiete in den ostdeutschen Gebieten, wo dann der Kollege Hoben intensiv tätig war. Und wir kennen uns also schon fast 30 Jahre und wir haben uns kennengelernt also über die Bodensanierung und haben mit beispielsweise Odenwaldwerken Verfahren entwickelt, zusammen mit der Bundeswehr-ABC-Truppe, mit die GUSA, mit anderen Herstellern von Bodenhilfsmitteln. Und da habe ich dann festgestellt, die A-Katastrophe ist vergleichbar gewesen mit der Hochwassersituation von 1910. Nur haben wir dieses Mal eine Besonderheit gehabt, dass durch die moderne Gesellschaft hier Materialien ins Wasser abgeschwemmt worden sind, die großflächige Verunreinigung und Kontamination hervorgerufen haben. Und das war dann der Anlass, dass wir gesagt haben, wir haben Erfahrung auf diesem Sektor, wir wissen, mit welchen Methoden wir da rangehen können und wie so etwas sachlich aufgearbeitet wird. Und jetzt ist die Sache so, die Ersthelfer
haben wirklich zu Beginn praktisch alles Wichtige erstmal freigeräumt, sodass man erstmal so einen freien Blick durch die Landschaft hat und gesehen hat, was ist passiert. Man sieht die entkernten Gebäude, man sieht die verwüsteten landwirtschaftlichen Weingärtnerbereiche, man sieht die landwirtschaftlichen Bereiche, Grünlandbereiche, die nicht mehr nutzbar sind. Und dann kommen dann Fragestellungen, wie soll das fortgenutzt werden und kann das fortgenutzt werden? Und dann ist dann die Überlegung gewesen, wie muss so etwas angepackt werden? Weil jetzt ist so eine Art, soll man sagen, Denkvakuum vorhanden, dass wir sagen können, es muss jetzt ganz sachlich aufgebaut werden mit allen Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Das sind die öffentlichen Behörden, wie zum Beispiel Vermessungsbehörden, das sind die Landwirtschaftsbehörden, Katasterämter. Das sind aber auch die Einrichtungen, die sich mit Vermessungs-, mit Liftbild und so weiter befasst haben. Und die müssen jetzt so zusammengefasst werden. Die haben also alle eine unheimliche Expertise. Und die sind also auch sehr intensiv, zum Beispiel von der Universität Bonn haben wir zwei Kollegen von Ihnen, Frau Petersen, die da schon intensiv auch tätig sind. Das werden Sie dann noch sagen können. Und die Herren werden auch in den nächsten Veranstaltungen sich vorstellen können und ihre Vorstellungen auch darstellen, worum es geht. Und hier geht es einfach darum, dass eine Struktur aufgebaut wird, die einer Genossenschaft vergleichbar ist, damit wir, allen die gleiche Chancen geben und alle wissen, an wen sie sich halten müssen und dass wir dann, mehr oder minder zusammen mit den Verwaltungen gemeinsam hier eine straffe Organisation aufbauen mit Fachleuten, die in Zusammenarbeit aus ihren alten Erfahrungen und mit den neuen Erfahrungen und auch mit den neuen Techniken, die wir haben, zum Beispiel Vermessungstechnik LIDAR. Wir müssen wissen, wie sind die Landbereiche vor der Flut gewesen, wie sind sie jetzt nach der Flut. Und da müssen Karten hergestellt werden, die verschnitten werden, dass man zum Beispiel Differenzhöhenkarten darstellen kann. Aber wenn wir wollen jetzt heute nicht so stark... Das wollen wir heute gar nicht so weit machen. Ich wollte nur sagen, wo es hingehen soll. Wir sind eigentlich die, die die Anschlusstätigkeit machen, nachdem die Ersthelfer wirklich die höchste Not und die erste Not beseitigt haben und noch zum Teil in der Nothilfe noch weiter tätig sind. Sind wir eigentlich, auf Zukunft ausgerichtet? Was muss gemacht werden? Und das ist unsere Aufgabe, dann das zusammenzufassen, dass das möglichst gezielt und möglichst ohne großen Reibungsverlust passiert. Das ist das Allerwichtigste. Ja, was eben ganz wichtig ist, deshalb wurde ja so ein Lagezentrum dann auch eingerichtet, um all diese Fragen, die noch nicht beantwortet sind, zu beantworten. Und da kann ich eben sagen, es sind sehr, sehr, sehr viele Fragen, die an uns herangetreten sind von Betroffenen, aber eigentlich weniger von so Einzelpersonen, sondern von gesamten Kommunen, von Behörden auch, die auch nicht so genau wussten, was können wir tun, auch in der Phase, als man mal überschlagsmäßig die Gelder bereitstellen wollte man natürlich auch einen Überblick haben, wie groß ist denn überhaupt der Schaden. Und hier war ja aufgrund mehrerer Umstände ein großes Tempo da, dass man sagte, wir haben versprochen, jedem wird unbürokratisch geholfen und wir stellen Spendengelder zur Verfügung, aber wir stellen auch Steuergelder zur Verfügung für diesen Bereich. Und in diesem Prozess sind sehr viele Fragen an uns herangetreten, sodass diese Taskforce immer interdisziplinärer und immer größer wurde in den letzten Wochen. Und wir sind sicher, wir haben noch nicht alle Experten zusammen, um all diese Fragen, die an uns gerichtet worden sind, zu beantworten. Und in den vier weiteren Veranstaltungen werden wir uns immer besondere Themen vornehmen, die beantwortet werden sollen. Aber wir haben hier nochmal einen Gast, der
wurde mir vom Herrn Könnes genannt. Sie haben sich sicher getroffen bei der Radtour, nehme ich an, und Sie haben mir eine Visitenkarte zugeschoben und da ist eine Postleitzahl mit 9. Amberg, Sie kommen also von sehr weit her, aber Sie sind jetzt gerade von der A gekommen. Vielleicht können Sie etwas zu Ihrer Person sagen, zu Ihrem Hintergrund, zu Ihrem Wissen und warum Sie aus Bayern hier bei uns im Rheinland und an der A sind. Ja, also ich heiße Alexander Krone, ich bin Diplom-Forstwirt, bin Forstbeamter und hier als privater Helfer, freiwilliger Helfer. Ich bin etwas später hinzugekommen, ich habe die Flut natürlich auch mitbekommen, hatte auch eine Kollegin, der ich Hilfe angeboten habe, aber die hat mir gesagt, ich bin gar nicht so betroffen, wir kriegen das selber hin. Dann bin ich ins Ausland und hatte da eigentlich nicht mehr guten Nachrichtenzugang. Als ich zurückkam, stellte ich fest, also da sind weit größere Schäden, als ich das mir je vorstellen konnte. Hochwasser kennen wir aus Passau und sowas, aber das, was an der A und auch in Nordrhein-Westfalen auf manchen Gewässerstrecken passiert, ist es ja was völlig anderes gewesen. Und dann hatte ich einen Termin in Bonn und fing an, und dann dachte ich, naja, du hast mal im Ahrtal gewohnt, ich habe mal kurzzeitig dort gewohnt, meine Tochter ist da geboren, da hilfst du mal ein Wochenende. Und ich hatte durch Markus Wipperfürth, den ich schon vorher verfolgt hatte mit seinem Kanal noch vor der Flut, hatte ich dann plötzlich dann, als ich zu Hause wieder Facebook hatte, gemerkt, also da gibt es weit mehr zu tun. Und dann bin ich eigentlich reingerutscht in eine Rolle, die ich mir überhaupt nicht ausgedacht habe. Am ersten Wochenende habe ich noch Estrich gestemmt und Putz runtergehauen. Am nächsten Wochenende hatte ich dann schon geholfen bei den ersten Arbeitberäumungen und am dritten Wochenende habe ich die dann schon koordiniert und die 800 Helfer mit eingesetzt. Also ich vergleiche das mit so einem Strudel. Der Strudel, der zieht einen an und es wird dann auch immer schneller, auch immer präziser, wo man dann eingesetzt wird. Und dann merkte ich, und das war schon zu Beginn so, dass manche Protagonisten wie Markus Wipperfürth oder auch Wilhelm Hartmann darum kämpfen, dass sie Gehör finden. Sie haben zwar in ihrer Zuhörerschaft viele Follower, aber sie hatten große Probleme, zu den Verwaltungsstellen und den Krisenstäben durchzudringen. Das ging auch so weit, dass wochenlang keine Aufträge gestellt werden konnten, nicht abgerechnet werden konnten. Und dann hatte ich mir dieses Ziel gesetzt, dort quasi eine Brücke zu bauen und den Kontakt herzustellen. Das ist dann nicht mir allein, sondern Dieter Könnes war mit dabei, viele andere haben da auch mitgeschoben. Ist es dann irgendwann gelungen? Ich glaube, das war so in der achten Woche, wenn ich es richtig sehe, etwa ab dieser Zeit ging es dann fallweise weiter. Und es wurde ganz deutlich, dass eben diese Gruppe der Spontanhelfer am Anfang natürlich einfach ihre Aufgaben erfüllen musste. Da war ein Haufen Dreck vor der Tür, das musste weggeräumt werden. Da war es eher die Frage, wo räumen wir es hin und solche Fragen. Während die Verwaltung erstmal in einer Art Schrecklähmung war, sich erst aufbauen musste. Und dann gab es eine Übergangsphase, wo dann eben zwischen den Ersthelfern und der Verwaltung auch zunehmend Verwaltungsfragen gestellt wurden. Das war aber jetzt gar nicht auf das Auditorium der Ersthelfer zugeschnitten. Die Verwaltung fragt, wie eine Verwaltung fragt, und ein Ersthelfer denkt, wie ein Ersthelfer denkt. Und so kam ich in diese Mittlerrolle eben rein, ein bisschen Brücke zu bauen und manchmal auch zu übersetzen, weil ich halt aus meiner Berufserfahrung heraus mit die Verwaltungsseite mitdenken kann. Andererseits aus, muss man sagen, meiner militärischen Vergangenheit von vor 30 Jahren und auch meiner Förstertätigkeit vielleicht auch eher pragmatisch denken kann, was ist bei der tatsächlichen Hilfe notwendig. Und das mache ich heute noch. Wir sind gerade hier dabei, die Helferstrukturen neu zu bilden, auch die Stützpunkte winterfest zu machen. Und da arbeiten wir jetzt mittlerweile sehr erfolgreich, wie ich meine, gut zusammen.
Und dieses Problem ist jetzt auch durch den Wechsel vielleicht von Zuständigkeiten etwas abgemildert. Aber auch Rollenwechsel führen natürlich dazu, es ist immer noch eine überforderte Verwaltung da. Man darf nicht unterschätzen, viele Verwaltungsstellen sind ja selber betroffen, können gar nicht operieren aus ihren Dienstgebäuden. Und etwa ein Drittel der Verwaltungsmitarbeiter sind auch persönlich betroffen und gar nicht richtig leistungsfähig. Also da krankt es noch furchtbar dran. Und da versuchen wir natürlich jetzt ein bisschen, das mundgerechter zu machen, unaufwendiger zu machen und für beide Seiten ein bisschen ausgleichender zu wirken. Also Sie haben was geschildert, was bei der ersten Runde auch schon geschildert worden ist, diesen Sog. Und alle, die irgendwann mal angefangen haben zu helfen, haben dieses Gefühl. Und da kann wahrscheinlich der Markus Wipperfield nachher auch noch mal einiges zu sagen. Denn wir haben hier auch noch mal eine Frage an Sie, wie Sie sich das erklären, dass Menschen quasi aus dem Stand helfen und einfach anpacken und helfen. Wie kann man das erklären? Es ist jemand, der meint, das ist eine soziologische Frage. Wie kann man darauf antworten? Ich nehme an, auch unsere Soziologen an der Universität wollen diesem Geheimnis näher kommen. Warum macht man das? Und Sie haben es ja schon mal so ein bisschen erläutert, man hat irgendeinen persönlichen Bezug schon und der kommt aber dann auch ganz schnell, wenn der erste Betroffene da ist, wenn man geholfen hat. Fast alle, die das letzte Mal da waren, haben von vielen Freundschaften gesprochen, die plötzlich da waren. Wie sind da so die Erlebnisse? Ja, ich sag mal, das macht uns Menschen ja aus, dass wir menschlich handeln. Wenn ich sehe, dass jemand ein Problem hat, dann helfe ich dem, ob das im Acker ist oder sonst wo. Also das ist schon mal die Grundeinstellung von den meisten, Gott sei Dank, würde ich mal behaupten. Nur wenn man ins Ahrtal kommt und sieht diese Katastrophe, dass es Menschen gibt, die nichts mehr haben, selbst das, was sie am Leib haben, ist beschädigt, dann ist einfach diese Hilfe grundlegend für mein weiteres Dasein auch. Weil ich kann nicht nach Hause fahren in dem Bewusstsein, dass es da Menschen gibt, die nichts mehr haben. Da hat man ein Problem mit. Ich sage mal, das entwickelt sich von selber irgendwo. Man hilft und die Probleme lassen nicht nach. Und seine Fähigkeiten fügt man einfach mit ein. Und ich glaube, dass das bindet einen eben auch so. Dass, klar, man hilft sich ja gegenseitig. Wir sind da hingekommen und wir hatten leider keine ethische Abfrage vorher auf das, was wir so machen. Glücklich. Ja. So ist also. Das sind so die kurzen Wege, muss ich auch mal hier in die Kamera sagen, dass wir einfach gemacht haben. Einfach machen. Das ist, glaube ich, so das Geheimnis von dem, wie es passiert ist. Und dass jeder seine Fähigkeiten eingebracht hat. Und wenn ein Baggerfahrer was Schönes gesehen hat, man hat sich abends in der Runde dann zusammengesetzt, hat darüber gesprochen, was man sich gegenseitig stützt. Ne? Ob das jetzt psychologisch ist oder in welcher Art und Weise auch immer. Wir haben uns gegenseitig gestützt. Also man ist in eine Situation reingeraten mit wildfremden Menschen, sind aus ganz Deutschland angereist, sind seit 7 Stunden hingefahren, mit ihren Baggern, mit dem LKW, haben sich auf den Bagger gesetzt und haben 24 Stunden am Stück mit dem Bagger gearbeitet. Das glaubt einem ja keiner, wenn man sowas erzählt. Es ist aber so gewesen, weil jeder hat gesehen, was das für eine Not ist, was das für ein Drama ist, was sich da abspielt. Und jeder hat daran mitgearbeitet. Und das, ich weiß nicht, wie man es erklärt, oder man kommt da nicht von los. Ich erzähle das ja auch öfters, wir sind dann, irgendwann sagte meine Frau, wir müssen mal was Normales machen, weil ich habe es gemerkt, ich bin abends immer spät nach Hause und morgens früh weg. Ich wollte eigentlich keinen anderen Menschen beim Weg laufen, außer den Menschen, mit denen ich den Tag zu tun habe, weil ich es nicht ertragen konnte. Ja. Dass Menschen lachen oder ein tolles Leben führen und da unten ist eine Katastrophe. Und dann waren wir hier in Bonn mal essen abends und ich konnte es nicht ertragen, dass Menschen am Nachbartisch am Lachen sind oder Freude haben, weil es gibt keine Freude 5 Kilometer weiter oder 10 oder 20 weiter weg. Und wenn man in diesem System drin ist, dann ist man mal gefangen. Und es ist ja auch für einen selber gut zu helfen, wenn man weiß, dass man was Gutes tut. Ja. In der heutigen Gesellschaft wird man ja auch gar nicht gelobt vom Chef oder dass mal einer sagt, immer, das hast du gut gemacht. Ne? Wann wird mal einer gelobt im normalen Leben?
Und da fallen einem die Leute weinen in die Arme oder sagen einem, wenn ihr nicht gekommen wärt, ich hätte mein Leben beendet. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Mit welchen einfachen Mitteln ich anderen Menschen ein weiteres Leben ermöglichen kann. Da wäre ich doch unverschämt, wenn ich das nicht machen würde. Ja. Auch bei dir waren die Erlebnisse entsprechend mit dem Sog, den man verspürt hat. Dürfte ich noch einmal an den Herrn verführt, ja nicht wenn, aber noch mal was zu seiner Aussage sagen. Und zwar hatte ich dieses Phänomen auch tatsächlich, dass ich nach dem Helfen im Flutgebiet nach Hause kam und meine schlammigen Klamotten abgeduscht habe und also im Garten mit einem Wasserschlauch abgespritzt habe. Und nebenan saßen Nachbarn, die gegrillt haben, gelacht haben und sich gefreut haben. Und man weiß, das Leben geht weiter und man weiß auch, nicht jeder Mensch fährt runter und kann helfen oder nicht jeden Menschen betrifft das. Man weiß, dass das normal ist und es ist menschlich. Aber innerlich, man kann es überhaupt nicht nachvollziehen und man ist einfach geschockt, dass Menschen ihr Leben weiterführen können, während, wie Herr Wipperfürth schon gesagt hat, während 10 Kilometer weiter einfach, da sieht es einfach aus wie ein Kriegsgebiet. Also das wollte ich auch nochmal sagen. Ich weiß ganz genau, was er meint. Das hatte ich auch. Ja. Das ist ganz schwierig und das ist auch, das wird, glaube ich, jetzt auch langsam klar, dass das das ist, was alle, also dass das, was alle gleich sagen. Zum Beispiel, wenn ich dann zu Hause war und musste jemanden fragen, ob er mir bezüglich der A irgendwie helfen könnte und der hat dann spontan abgesagt oder hatte für irgendwas einen Grund, dann ist das innerlich irgendwie sehr, sehr, ich möchte es vorsichtig formulieren, war für mich sehr unbefriedigend. Nur einmal was tun dafür, nur einmal helfen, noch nie da gewesen vielleicht. Da muss man schon aufpassen, dass man nicht irgendwie sauer wird oder sowas auf den Menschen. Aber er muss es ja nicht tun. Es muss nicht jeder helfen. Aber es war schon immer wieder ein schönes Gefühl, wie auch Sie gerade gesagt haben, wenn man dann nach Hause kommt und wenn man nach Hause fährt, hat man schon ein schlechtes Gewissen. Und wenn dann der Nachbar noch grillt und man dem auch für etwas fragt und der ihm das absagt, puh, ist schon schwierig. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns alle mitnimmt, da wegzufahren. Und bevor Sie weitersprechen, so ist bei mir auch der Lukas Seermann. Ich kannte den vorher nicht. Der war zwar mal in meinem normalen Leben, also in der Agentur, auch ist er mal aufgetaucht. Das ist ein Weingut in Altena. Und da bin ich dann hingefahren einmal. Ich habe ihn gesehen und habe seine Story gehört. Er sagte zu mir, Timo, ich habe alles verloren, alles. Selbst die Sachen, die ich anhabe, sind zerlöchert und mein Handy hatte 2% an dem Abend. Ich hatte kein Ladegerät und ich saß da oben im Teppich eingewickelt. Er ist ein bisschen jünger wie ich, aber ein Jungwitzer. Ich hätte ihn am liebsten nur in den Arm genommen und hätte gesagt, okay, jetzt müssen wir gucken, wie wir hier rauskommen, wie wir hier weitermachen. Und da ist halt direkt eine Freundschaft entstanden. Und das ist auch etwas, was einen immer wieder da runterzieht. Und ich muss ihn nochmal besuchen. Wir telefonieren fast jeden Tag. Das ist dieses Phänomen da. Wir haben Herr Martin Wonder, Sie heben die Hand und können sicher auch etwas dazu sagen. Ja, hallo, guten Abend zusammen. Ich habe kurz was zur Sogwirkung. Und zwar schreibe ich gerade meine Bachelorarbeit an der Technischen Hochschule in Kooperation mit der Besuchsfeier München und ich hatte auch mit dem Herrn Lübbert Kontakt. Ich habe eine Umfrage gemacht mit über 3000 Teilnehmenden und da ist auch ganz klar zu sehen, dass es wirklich 70% mehr als 3 Tage geholfen haben. Und 20% haben bis zu 3 Tagen geholfen. Nur ein kleiner Prozentsatz hat halt nur 1 Tag geholfen. Und auch ganz interessant, dass über 50% der Befragten weiter wie 50 Kilometer gefahren sind. Und das ist ja, zeigt ja auch die Sogwirkung. Und mit über 3000 Teilnehmenden ist das natürlich auch stückweise repräsentativ. Das wollte ich nochmal einwerfen. Können Sie nochmal wiederholen, an welcher Hochschule Sie die Bachelorarbeit schreiben? An der Technischen Hochschule Köln bei dem Professor Dr. Fekir. Ja, gut. Vielen Dank und auch viel Erfolg dann bei der Bachelorarbeit. Ich denke, die ist sicher auch eine Bachelorarbeit, die man mal veröffentlichen sollte, dass die auch die Ergebnisse auch weitergegeben werden sollen. Ich habe 2 Fragen von einer Beate Wimmer. Ich verstehe sie aber nicht so ganz, vielleicht weil sie gerade nicht so treffend aufgenommen worden ist. Vielleicht stellen Sie sie einfach mal noch in die Runde.
Wow, Beate Wimmer. Ist nicht mehr da. Aber sie hatte eben die Frage gestellt, ich verstehe es nicht so ganz, aber habe ich das richtig verstanden, dass Wissenschaft und Verwaltung an dieser Forschung arbeitet? Verwaltung vielleicht nicht so stark, aber Forschung nimmt sich diesen Phänomenen natürlich an und analysiert die auch. Dann kam aber eine andere Frage, wo es um die Bodenproben und Bodenanalysen geht. Und da fragt sie, warum werden denn nicht die Experten aus der Wirtschaft herangezogen? Vielleicht kann ich noch mal kurz sagen, dass Herr Becker aus der Wirtschaft ist und Herr Dr. Hohn aus der Wirtschaft ist. Und natürlich, die Experten, die wir hier haben, kommen nicht mehr aus der Forschung, sondern sind in der Wirtschaft, haben aber mal irgendetwas gelernt an einer Hochschule und haben einen gewissen Background, den sie dort eingebracht haben. Und ich selber muss eben auch sagen, ja, ich komme auch von der Uni Bonn, bin dort Professorin, aber bin die Vorsitzende auch eines Unternehmens, eines genossenschaftlichen Unternehmens. Und das bringt nochmal eine Erweiterung der Experten mit rein, weil es ist eine europäische Genossenschaft und diese europäische Genossenschaft hat auch die Garantie, dass wir nicht nur bei uns hier in Deutschland uns umsehen, um Lösungen zu finden. Diese Katastrophen passieren auch in Österreich, in der Schweiz, in den Niederlanden. Sie waren ja auch in den Sommermonaten genauso betroffen wie wir. Und wir tauschen uns sehr intensiv aus. Und das zwischen Wirtschaft und zwischen den Hochschulen. Aber ich sehe eine weitere Hand von Frau Fischer. Vielleicht können Sie Ihre Frage stellen. Ist das Mikrofon bitte anstellen. Richtig. Ja, Frau Fischer wollte noch eine Frage stellen. Man müsste nur das Mikrofon anstellen, sonst hören wir sie nicht. Das jetzt technisch nicht klappt, gehen wir in der Diskussion nochmal weiter. Wir hatten ja jetzt immer in der Runde gefragt, was hat man von seinem eigenen Hintergrund mit reingebracht, um jetzt helfen zu können. Und Sie sind immer noch jetzt im Moment an der A und haben gesagt, manches muss koordiniert werden, kann nicht so einfach von jemand übernommen werden, der das nicht irgendwo beruflich mal gelernt hat. Wie sieht da diese Koordinationsarbeit aus? Ja, ich mache es an einem Beispiel, da wird es vielleicht deutlich. Markus Lüpperfürth und ich, wir sind dort aktiv in den Aarau. Das sind sehr sensible Biotope, Verfahrgebiete, Naturschutzgebiete. Und da haben wir eben mit diesen massiven Anschwemmungen zu tun, die wir zum Teil dort auch geräumt haben. Und so ist, was muss natürlich koordiniert werden. Es macht keinen Sinn, dass da jeder irgendwie reingeht und auf diesen sensiblen Böden, auch auf den Auenböden rumfuhrwerkt, sage ich jetzt mal umgangssprachlich. Und muss dann auch darauf achten, dass natürlich auch die entsprechenden Gestattungen und örtlichen Genehmigungen dafür vorliegen. Ganz am Anfang bei der absoluten Gefahrenabwehr, der akuten oder den lebensrettenden Maßnahmen spielt das natürlich gar keine Rolle. Aber diese Phase war dann eben auch vorbei. Und da würde ich mir eben auch wünschen, dass man sowas konzeptionell auch besser streckenweise oder sowas besser aufbereitet,
dass nicht jeder Helfer sich selber um alle solchen Sachen kümmern muss, sondern dass ein gewisser Gesamtplan dann abgearbeitet wird und dass man das dann auch aus der jetzigen Flut in künftige Katastrophen diese Denke mit überträgt. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, denn was dieses Ereignis jetzt auszeichnet, ist eben, dass wir komplett neue Medien haben. Wir haben neue Aktivitätengruppen, ganz andere Vorgehensweisen. Auf der anderen Seite das klassische Verwaltungsarbeiten. Die Verwaltung ist eben in erster Linie nicht in Facebook aktiv und WhatsApp darf sie gar nicht nutzen. Also gibt es schon sehr unterschiedliche Lagebilder und Erkenntnisbilder. Sehr viele Fluthelfer, mit denen ich spreche, sagen, ich bin hier bei Markus Wipperfürth, das ja im Video gezeigt hat. Das ist der Erstimpuls. Ja, das ist aber, dieses Lagebild kennen dann diese Personen. Das kennen aber welche am Schreibtisch überhaupt nicht, die jetzt die ganze Zeit Vorgänge bearbeiten müssen, den hohen Druck sprühen, man soll was entscheiden, andererseits aber auch nicht entlastet werden, vielleicht nicht die entsprechenden Regularien bekommen, ich sag mal nur Zeichnungsbefugnisse bis zu einer bestimmten Höhe von, die merken nur, alle wollen, dass es schnell geht. Jeder hat gesagt, schnell und unbürokratisch. Und wie soll ich das hier abarbeiten? Das muss man mal ganz sauber und sachlich abarbeiten. Und dann muss man mal, glaube ich, diese Lehren daraus ziehen, auch was die neuen Medien angeht. Und wie man eben auch, das ist ja auch nochmal ein extra Thema, ich weiß nicht, ob wir das schon behandelt haben, aber wie man eben auch von der ersten Minute her es schafft, die privaten Helfer und Initiativen gezielt gleich mit einzubinden und nicht erstmal nur, dass die das machen, das ist ja alles sehr gut, aber es wäre natürlich noch mal besser, wenn die auch die Rückkopplung und die Wertschätzung bekämen von Beginn an und nicht den späten Dank nur einfach und dass man auch die Aktivitäten direkt mit steuern könnte, denn viel wurde ganz anders gesteuert, da gab es dann, das sind ja dann unterschiedliche Funknetze, ja? Der BOS-Funk, der funktioniert unter sich, da kann die Feuerwehr mit dem THW wunderbar funken und der Polizei, hat aber keiner eine Verbindung zu den schweren Maschinen von Wipperfürth. Ja, während Wipperfürth aus dem Tal rausfährt, um ein Video abzusetzen und dann gibt es wieder ein Lagebild wieder für seine Leute, das mal zusammenzukriegen, das glaube ich wäre eine wirklich lobenswerte Aufgabe. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe ja gesagt, ich war ja mal Soldat. Es gibt ja eigentlich auch in den Katastrophenstäben die sogenannte zivil-militärische Zusammenarbeit und vielleicht müssen wir dann eine verwaltungsprivate Zusammenarbeit haben. Also wir müssen Verbindungsleute haben dort, die das geübt haben, die Sprache verstehen, die die Denke verstehen und die die Arbeitsmittel auch haben, um miteinander kommunizieren zu können. Und das Leichteste wäre immer, hatte ich immer vorgeschlagen, gebt doch einen Verwaltungsmenschen, den Markus Wipperfürth mit. Ja, der ist immer und überall und dann wisst ihr, was Lage ist und dann gebt das in eure Stäbe rein. Und wenn es da irgendwie Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Lagebildes gibt, dann könnt ihr als Verwaltungsleute ja nochmal sagen, nee, das ist wirklich so und es ist wirklich erforderlich und die Mittel würden jetzt zur Verfügung stehen, wenn das jetzt ausgelöst würde. Und dann käme man viel weiter als so, wie es zum Teil geschehen ist, dass man sich abgegrenzt hat, nicht verstanden hatte, sich zum Teil auch gegenseitig verletzt fühlte durch irgendwelche Äußerungen und dann entsprechend sich abgekapselt hat und dieses Brückenbauen dann zunehmend schwieriger war in bestimmten Phasen. Das ist aber in größeren Teilen überwunden, aber noch nicht vollkommen. Ja. Aber ich habe auch jetzt ein paar Mal gesehen, dass die Frau Stefan auch etwas in den Chat geschrieben hat. Ich denke, das ist ein großes Kernproblem. Ganz früh, als wir die Taskforce eingerichtet haben, haben wir uns natürlich hier in Bonn an das BBK gewandt, weil beim BBK in der Neuorientierung seit März diesen Jahres, da steht, wir wollen sofort Helfer gewinnen, sofort Helfer auch ausbilden, aber da ist die Flut schneller gewesen und jetzt waren die Soforthelfer da und die institutionellen Helfer und die ja auch ehrenamtlich arbeiten beim THW und
zweit. Und es sind Welten aufeinander geschlagen. Aber ich glaube, Frau Stephan kann uns mal sicher etwas dazu sagen, denn wir haben ja in Bonn den Studiengang Katastrophenhilfe und Katastrophenmanagement und da ist eine enge Zusammenarbeit mit dem BBK und deshalb denke ich, kann sie uns da sicher etwas dazu sagen. Zu dem KFOMA-Studiengang Katastrophenvorsorge und Management kann ich gar nicht so viel sagen. Der läuft an meinem Institut und Leiter ist Professor Schrott. Aber hier findet natürlich oder hier ist, gibt es schon die Zusammenarbeit zwischen dem BBK und der Universität Bonn, damit eben auch Personen, die ja sozusagen Einblick in beide Welten haben. Das eine, das Behördliche, der Katastrophenschutz auf behördlicher Ebene, dann aber auch das Einbringen wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Entscheidungen vor Ort. Und das hatte ich noch in den Chat reingeschrieben, der Dialog mit der Zivilbevölkerung, mit den Spontanhelfenden und den potenziellen Spontanhelfenden der Zukunft, der ist natürlich ganz wichtig und wird zunehmend ernst genommen, weil sich gezeigt hat, jetzt weniger durch den Studiengang, sondern durch die Aktivitäten, die vor Ort an der Ahr und an anderen Orten gelaufen sind, dass ohne die Zivilbevölkerung man nicht auskommt. Und das wird sicherlich auch Eingang oder noch zunehmenden Eingang in diesen Studiengang nehmen, in KFOMA, aber auch den internationalen Joint Master von Uni Bonn und United Nations University. Wir müssen da vielleicht auch sagen, man ist von der Realität überholt worden. Denn wir haben ja auch gleich Anfragen an das BBK gestellt und es war vor der Wahl. Und man hat nicht genau gewusst, wie soll man sich jetzt verhalten. Man hatte das zwar in den seiner Neuorientierung so formuliert, hat aber diese unterschiedlichen Aussagen der Parteien auch gehabt. Die eine Partei, die alles so in der Struktur unseres Föderalismus lassen wollte, die Partei, die gesagt hat, man braucht mehr zentrale Hilfe. Dadurch ist auch das BBK selber ja zum einen in eine Lage gekommen, als gefragt worden ist, waren die Richtigen an der richtigen Stelle da, war es schon etwas schwierig argumentieren zu können. Und ich denke, deshalb ist es vielleicht auch so wichtig, dass wir mehr lernen noch aus dieser Situation. Das war ja ein Ziel dieser Ringvorlesung, auch ein bisschen aufzurütteln, dass alles ein bisschen schneller geht als es sonst in unserer Bürokratie und auch in unserer Forschungswelt läuft. Wir sind nicht so schnell in der Forschung. Und was nützen uns die Erkenntnisse jetzt in 2 Jahren, wenn irgendeine Promotion fertig ist? Aber dazu will jetzt der Herr Markus Rucker schon noch mal. Genau. Also ich bin ja eigentlich nur hingefahren zum Helfen, mich als Traktorist zur Verfügung zu stellen mit meinem Traktorführerschein. Die ganze Geschichte ist für mich eigentlich jetzt im Nachhinein gestartet oder wo man mal ein Augenmerk drauf werfen müsste. Das hatte ich auch mit dem Herrn Martin Gonder schon telefonisch besprochen. Als ich auf dem Weg war ins Katastrophengebiet, kriegte ich einen Anruf von der Feuerwehr Düren, ob ich einen Aufruf machen könnte, dass bitte alle Landwirte, die einen Frontlader haben, Teleskoplader oder auch Bauunternehmer mit Radladern in den Ort innen fahren und bitte die Menschen da retten. Und der Feuerwehrmann kannte mich anscheinend, wusste, dass ich eine große Reichweite habe und hat sich das zunutze gemacht. Und ich habe das natürlich erstmal hinterfragt, weil ich kannte ihn nicht, ob das jetzt ernst gemeint ist. Dann sagte er, ja, die Fahrzeuge sollen, also ich habe ihn gefragt, wie die da hinkommen sollen, über die Autobahn direkt nach hinten. Sie hätten keinen Kontakt mehr zu den Menschen, sie müssen verschwenden. Sie wissen nicht, wie sie die Menschen da rausholen können. Und ich sag mal, das war das erste Mal, dass ich über einen Aufruf sozusagen da integriert wurde, aber auch das letzte Mal sozusagen. Also die anderen Aufrufe habe ich dann von mir aus gemacht.
in kurzer Zeit viele Menschen zu aktivieren. Und diese Katastrophe gab es ja in Deutschland. Das war nicht vorgesehen in Deutschland, dass so eine Katastrophe mal passiert. Und deshalb war ja, das hat ja nichts funktioniert. Obwohl wir das AKNZ direkt Luftlinie einen Kilometer von uns weg haben, wo eigentlich die Kompetenz, die Kernkompetenz von Deutschland für Katastrophenfälle ist. Und 60 Kilometer Katastrophe war nicht vorgesehen für Deutschland. Sollen wir mal erst die beiden Hände und dann geht es hier in der Runde weiter. Herr Andreas Stenz, Sie haben sich gemeldet. Ja, danke schön für den Aufruf. Mein Name ist Andreas Stenz aus Bonn. Ich habe etwa 10 Tage Einzeleinsätze dort gemacht und durfte erleben oder musste erleben, wie es dort ausgesehen hat. Und ich habe Respekt vor allen, die da wesentlich mehr Tage dort gearbeitet haben und das hinter sich gebracht haben. Es wurde vorhin gefragt, was ist die Motivation? Ich glaube, man ist ein wenig erstaunt, wie viel die Nächstenliebe nach wie vor ausmacht, dass man sieht, ein anderer Mensch ist in Not und deutschlandweit. Und ich glaube, dass ganz Deutschland etwas überrascht über sich selber, dass die Bereitschaft ist, zu helfen, da ist. Gleichzeitig haben wir auch festgestellt, dass zu viel Hilfe wohl auch überfordert. Und das hat uns, wir aus der Gemeinde haben wir versucht, entsprechende Einsätze zu finden, ist uns auch gut gelungen. Aber warum ist zu viel Hilfe auf einmal schwierig? Und ich glaube, an der Stelle ist dieser Kreis, glaube ich, ganz gut festzustellen, wie kann man viel Hilfe gut kanalisieren? Denn die vielen Helfer waren zum Teil an manchen Stellen zu viel, und an manchen Stellen, glaube ich, erheblich zu wenig. Und welche Landeseinrichtung könnte in Zukunft für andere Katastrophen, die wir uns noch nicht ausgedacht haben, dieses schneller koordinieren? Und wir haben moderne GIS-Systeme, wir haben moderne EDV-Systeme, wo alle Bestandsdaten vorhanden sind und die verschnitten mit den aktuellen Videos aus den Social-Media-Bereichen, kann man nochmals in wenigen Stunden sehr schnell ein großes Lagebild bekommen. Ich bin von Hause aus Bauingenieur und plane an Stromtrassen und Eisenbahnstrecken. Da ist in Daten auch sehr schnell gefragt, sie zu verschränken ineinander. Muss nicht das Ziel sein, auf Landesebene Zentren einzurichten, die mit dieser Datenflut aus Social Media, aus technischen Einrichtungen, aus Bestandsdaten wesentlich schneller agieren kann, dass so Gruppen um Herrn Wipperfürth rum und der andere, den Namen hatte ich leider nicht verstanden, der aus Passau kommt, dass sie da die viel schneller handeln können und mehr Daten zur Verfügung stehen. Ich fände das ein gutes Ergebnis. Ansonsten wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg und Glück bei der Bearbeitung. Ich bin jetzt nicht mehr dauernd da, weil ich beruflich auch mich andersweitig engagieren muss. Dankeschön. Vielen Dank. Aber Frau Wimmer ist wieder zurück und kann vielleicht jetzt doch nochmal ihre Frage an uns stellen, weil es ging eigentlich darum, was eigentlich Herr Rogen macht und warum er sich beteiligt. Oder habe ich Sie jetzt falsch verstanden? Vielleicht können Sie sich ganz kurz vorstellen, Frau Wimmer. Dann ist sie jetzt auch wieder weg. Aber ich, die Frage gebe ich jetzt mal weiter. Es handelte sich ja um diese Bodenproben. Und sie wollte wissen, warum die Wirtschaft eigentlich nicht eingebunden ist. Wir haben ihr ja dann jetzt gesagt, doch, die Wirtschaft ist dabei. Herr Rogen hat ein Unternehmen, das sicherlich, bevor man mit den Sanierungen beginnt, erstmal sich ein Bild davon macht, wie groß ist der Schaden im Boden. Und vielleicht können wir es noch mal ein bisschen stärker ausführen. Sanierungsarbeiten, warum und weshalb? Ja, also wir haben im Grunde genommen bei den Propheten Daten eigentlich schon mal darüber gesprochen. Ich würde ganz gerne noch eine Sache loswerden. Also wie die Aufruf aus Büren kam, sind wir dann auch Radlader auf dem Tieflader nach Büren gefahren. Ja. Ne, und also das heißt, was du da geleistet hast, ist schon wirklich total klasse. Und das ist Menschenliebe und Courage. Und das ist echt total klasse. Das ist eigentlich auch der Grund, weshalb ich mich jetzt persönlich hier engagiere. Also ich komme schon aus der Wirtschaft, bin am liebsten aber Landwirt und habe über 20 Jahre mehr als 150 Leute beschäftigt, die eben nur auf großen Traktoren saßen und dann eben Braunkohletagebauer, Pipeline-Trassen ist jetzt gerade wieder aktuell, führt auch eine hinten in den Weißweiler vorbei, eine geht von Aachen bis nach Gescher. Also wir haben nur wirklich
Schlimmerschäden an Böden halt beseitigt. Die fangen an mit leichten Bodenverdichtungen oder Verschlimmungen, die Bereiche, die mal ein bisschen überspülbar sind. Und die sind natürlich, enden dann bei den Bodenverdichtungen, bei extremen Verdichtungen, gerade da, wo im nassen Holz zusammengefahren wird, sind halt die schwere physikalische Schäden. Und die sind dann in der etwas höheren Disziplin eben tatsächlich chemische Schäden. Also chemische Schäden durch Heizöl, die sind aber gar nicht so kritisch. Also jetzt aus Sicht des Sanierers sehe ich das eigentlich ganz entspannt. Also Böden, die mit Heizöl kontaminiert sind, die kann man relativ gut sanieren und auch relativ einfach mit landwirtschaftlichen Suchmaschinen und einer Spezialtechnik dahinter und ein bisschen Know-how. Und es ist tatsächlich so, dass ich halt eben in meinem Betrieb und in dem Betrieb von Partnern eben das habe, was die Wirtschaft jetzt abbildet, für die Arbeiten auf der Fläche. Das, was wir nicht abbilden können, ist die Strukturen in der Organisation oder eben Freiwillige mit Großgerät, die auch, also aus meiner Sicht bist du ja immer noch wesentlicher Bestandteil bei allen Sachen. Und wir haben uns im Grunde genommen zusammengefunden und so unsere Netzwerke zusammengeworfen und stellen fest, ich war damals nicht hier toll als Student, ob wir hier hingehen können, dass wir ganz viele Ergänzungen haben. Und das ist im Grunde genommen das, weshalb ich gerne jetzt hier sitze. Ich, im Grunde genommen, man lernt auch andere Menschen kennen, die was bewegen können und vor allen Dingen bewegen wollen. Das ist ja nämlich das größere Problem, dass viele Leute was können, aber nicht wollen. Und dass man jetzt im Grunde genommen aus der ersten Phase der Nothilfe in die zweite Phase geht und eben in den Wiederaufbau, und den muss man jetzt strukturieren. Und das, was eben wir mit dem Teil der Wirtschaft abbilden können, ist tatsächlich eben mit Herrn Becker und mit anderen Menschen aus dem Netzwerk, was jetzt teilweise da ist und was noch im Hintergrund steht, dass man jetzt systematisch die Bodenböden beprobt, dann sicherlich inventarisiert, wo sind welche Schäden, auf welchen Flächen, also so geht man im Grunde noch dran und dann Katalog fertig macht, wo es große Gefahr für Mensch und Umwelt, welche Bereiche gibt es, welche Bereiche sind weniger schlimm und dann arbeitet man die systematisch ab und ich bin davon überzeugt, das heißt ja schon Bodenwerte, so kannte ich den Begriff vorher nicht, aber das ist wirklich gut, dass man eben die Bodenwerte erhalten kann, was im Grunde genommen ja total wichtig ist, sicherlich nur der Reihe nach für die Gesellschaft und für die Menschen, die von den Böden leben. Ich bin davon überzeugt, dass viele Böden da belastet sind, belastet eigentlich jetzt mit Hypotheken, nicht mit chemischen Belastungen, denn jeder, der einen landwirtschaftlichen Betrieb aufbaut und nicht mit Geld gesegnet ist und den entwickeln möchte, nimmt in der Regel Darlehen auf und das einzige Leihware sind Immobilien. Alles andere nimmt der Bäcker nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass da große Probleme sind, die Werthaltigkeit darzustellen. Und das ist sicher auch ein Teil unserer Aufgabe, dass man eben zeigen kann, wir kriegen die Werthaltigkeit wiederhergestellt. Und jetzt müssen alle tatsächlich eben erstmal Vertrauen haben. Wir müssen uns um das Vertrauen bemühen, das Vertrauen auch gewinnen. Und da müssen wir systematisch dran arbeiten. Dann geht das nicht von heute auf morgen, aber sicherlich über einen überschaubaren Zeitraum möglich. Und dann finde ich, ist das auch durchaus wichtig und fair, alle Akteure, die bis jetzt da waren, die auch freiwillig waren, sicherlich wirtschaftlich einzubinden. Das ist also wirklich total wichtig. Also muss auch für dich ein Geschäftsmodell bleiben. Du kannst nicht auf deinem Rücken werden, du kannst nicht auf deinem Rücken im Grunde genommen nur mit Engagement nachher schlafen gehen und die neben dir verdienen mit dem gleichen Trecker Geld. Also das geht einfach nicht. Ne? Ja, aber das wirkt jetzt. Ich mal eine direkte Frage. Wir haben jetzt in den Weinbergen sind die Zwischenräume geräumt worden. Da war eben so eine hohe Schlammauflage und an dem Wachstumsknoten unten sozusagen war alles dicht und der Winzer hatte Angst, dass die Pflanzen kaputt gehen. Dabei, ich war dann dabei, als er geräumt wurde, ich hatte da zwei so kleine Dumper gespendet und Werbeeinnahmen, die ich eben habe über Facebook und damit haben wir diesen Schlamm ausgepackt. Ganz viele Leute mit der Hand, also richtig fleißige Menschen, aber vielen Dank an die, die alle mitgemacht haben. Aber was mir aufgefallen ist, und ich bin ja auch Landwirt, es waren extrem viele Regenwürmer in dieser Schlammschicht und es fühlte sich so an wie so ein Sediment, also ein bisschen wie Löschboden, sag mal. Das ist ja eigentlich so ein angeschwemmtes Sediment. Und da frage ich mich immer, ist die Katastrophe wirklich so groß in den Böden oder, klar, haben wir Ölfässer gesehen, ich habe wahrscheinlich den größten Gefahrengutransport im ganzen Ahrtal gemacht. Die ganze Zeit hat immer Kanister bei mir, die ich irgendwo gefunden habe, auch auf der Kabine und habe die irgendwo hingestellt, dann gesammelt, dass die nicht in den Müll mit rein können. Und da frage ich mich manchmal, so geht das hin alles. Aber ne? Genau das wäre das, was man jetzt systematisch erfassen muss. Also alles, was organoleptisch, sag mal, so schön auffällig ist, ist das, was du riechen, schmecken oder sehen kannst.
das nur so markieren und irgendwo in der Karte erstmal erfassen. Da kann man mit digitalen Karten relativ einfach auch arbeiten und mit Standort WhatsApp rüber schicken, irgendwo das Foto hin, die man sammelt die und dann erfasst man die und dann geht man die Person der Reihe nach. Also ich habe beispielsweise, weil das ist, wo man ja meint, dass es auf einer hochgelegenen Fläche, das Wasser hat jetzt wirklich die hochbestialische Heizung. Da ist man aus Gras dann eingegangen. Da rechnet man gar nicht mit, dass man genau da so eine Fläche noch findet. Da muss man, und jeder weiß ja, auch die Eigentümer kennen ja ihre Fläche. Man kann ja die Leute auch gezielt anstecken und sagen: Mensch, hast du eine Vermutung, du bist da hier besonders schön, lass uns die Dinge zusammen angucken. Ich will auch nichts runterspielen, aber ich glaube, dass alles, was mechanisch ist und was mit Wegschwimmen und mit Erdbewegungen, mit Verdichtungen, mit Verschwimmen zu tun hat, das ist alles in den Griff zu kriegen. Also ganz bestimmt. Ja, ich glaube, da sprechen wir auch eine Sprache, wo ich so Bedenken habe. Man findet Anschwemmungen, also richtig Steinsedimente, sag ich mal. Da waren vorher, ja, die sind 1,5 Meter hoch. Ne? Dann findet man eine Achse oben drauf für die Wegschwimmung und merkt, dass da noch ein Auge dran sein muss. Ja. Irgendwas muss noch dran sein. Ja. Man weiß einfach nicht, was in diesem Raum ist. Macht ihr da Probebuchungen, um mal zu gucken, ob irgendwo, weil das Schlimmste, was da passieren kann, ist, dass wir unser Grundwasser versauen. Ja. Ich meine, wie viele Ölfässer haben wir gefunden und alles? Das ist ja nur, was wir oberflächlich abgesammelt haben. Und ich habe immer so Bedenken, was ist da unten noch alles drin? Wir haben Apotheken-Sachen gefunden, wir haben Ampullen gefunden, da sind komplette Krankenhäuser ausgespült worden. Ich frage mich die ganze Zeit, wie kann man so locker mit der ganzen Geschichte umgehen? Also, ich bin wirklich ein Naturschützer. Ne? Und da fehlt mir das Verständnis, dass man im Prinzip nicht die Probleme angeht. Wir machen so ein bisschen Wischiwaschi die ganze Zeit. Wir probieren ja jetzt die ganze Zeit krampfhaft nach 14 Wochen einen Bereich zu räumen, wo ein 200 Liter Fass mit Öl steht, was zerdörrt ist. Und wir haben da Probleme mit, dass wir das dürfen. Also das, und das sind ja nur die Sachen, die wir sehen. Ne? Alles, was unten ist, aus den Augen, aus dem Sinn, funktioniert da nicht. Es kommt ja irgendwann nach dem Grundwasser. Also, ja, klar, wie soll ich jetzt auf die Frage antworten? Das kommt tatsächlich auf die Situation am Standort an. Wenn du die Achse nach unten, den Wagen nach unten hast, oder die Vermutung hast, da sind Ölfässer, dann muss man minimal vorsichtig wieder da ankämpfen und Stück für Stück abtragen. Und da haben wir dann ja mal versucht, eben, was in dem Zusammenhang wirklich total unglaublich ist, sind die Satellitensysteme, was die alles erfasst haben, für die Vergangenheit auch. Also ganz aus 2016 die Bodenhöhen auf einen Zentimeter genau überladen und dann liest du dann, das ist totaler Wahnsinn. Die Firma Kleffmann hat ja mal so unsere Karte eben auch mit als Referenz da reingepackt. Die haben einfach jetzt auch mal den A4, die würden es immer größer scannen können, natürlich also auf den einzelnen Standort, hat genau abgebildet, wie waren die Höhen vorher. Und wo waren dann Volumen und Höhen weggespült und wo sind die dann gelandet? Dann kann man natürlich eben die mal 5 Meter, die Unterschiede dann so im Dezimeterbereich sofort auf der Karte erkennen, ohne dass er vor Ort jemals gewesen ist. Das kannst du da jemanden hinschicken über WhatsApp, der dann den Punkt findet. Und dann muss man die Bereiche natürlich irgendwo muss man Stufe machen und gucken, was ich denn jetzt tatsächlich drin. Und die Arzneimittel sind natürlich sicherlich kritisch. Aber wo will man anfangen? Das Wasser geht ja bis nach Rotterdam. Deshalb eben auch diese konzertierte Aktion. Es müssen viele Hände, ich sage, und viele Wissensbestände, die es gibt, aktiviert werden. Ich sehe jetzt noch eine Hand von Frau Fischer und dann würden wir nämlich noch mal in eine Endrunde gehen. Es sind einige Aspekte heute angesprochen worden, die wir dann in den nächsten Runden nochmal aufgreifen. Aber Frau Fischer. Ich versuche es nochmal und hoffe, man kann mich jetzt hören. Ja. Ja, das ist schön. Ich habe echt rumgebastelt. Also erstmal, ja, ich arbeite auch für die Verwaltung der Universität Bonn. Frau Peters und ich hatten das schon mal zu tun, glaube ich, miteinander auch. Bin aber meine beste Mitarbeiterin vermittelt. Ja, genau. Ja. Diese Flutkatastrophe ist 3 Tage nach meinem Beginn meines Sommerurlaubs passiert. Ich war zunächst im Swisttal, da war, Markus hat es gesehen, in Odendorf, was los ist, und in Schweinheim. Und das war meine erste Baustelle,
bin dann in Bad Neuenahr gelandet über Bekannte der Freiwilligen Feuerwehr, 50 Meter von der A weg. Und das musste man erstmal verarbeiten, ehrlich gesagt. Sowas hat man noch nicht gesehen. Da waren Sperrmüllberge. Ja, unbeschreiblich. Ein paar Tage später war ich in Malchos, nochmal sprachloser. Da habe ich tatsächlich 3 Tage für gebraucht. Ich habe direkt Betroffene kennengelernt und da auch geholfen. Und wir waren auch schon zusammen mit der Kölner Krake im strömenden Regen und haben da die Wäldchen aufgeräumt. Und da haben wir das berühmte Wäldchen auch gesehen und waren fassungslos. Und ich bin einfach, will jetzt auch mal zum Ausdruck bringen, wie begeistert ich bin von dem Einsatz. Und was ich immer oben anstand für alle, die da im Ahrtal sind, die großen Namen, die kleinen Namen, die unbekannten Namen, war auch, dass die Menschen wichtig sind. Und da würde ich gerne nochmal das aufgreifen, um das sich die Beate Wimmer kümmert und wo ich hoffen würde, dass die Universität sich das vielleicht auch mal als Thematik herausgreift. Wir hatten das Thema Ethik gerade, der Umgang mit Menschen. Da sind Betroffene in Altenburg, die haben nichts mehr. Das ist eine Geisterstadt. Die sind traumatisiert. Die sind schwerst betroffen und man streitet sich allen Ernstes mit der Verwaltung darüber, ob die ab Mitte November noch was Warmes zu essen kriegen oder nicht. Und das ist ja brandaktuell. Und da würde ich mir wünschen, dass das mehr als die paar Journalisten, der Könnis ist wunderbar, der setzt sich ein. Ich vermisse eigentlich noch viel mehr. Das scheint wie so ein Tal, da will man teilweise nichts mit zu tun haben. Die Beate schrieb es gerade, die Leute können es nicht glauben, wenn man das berichtet. Ich war von Schuld, ich habe da verputzt. Ich war in Altenburg, habe einen Tag in Altenahr, habe einen Tag eins Haus geräumt mit und kann einfach oft, ich komme dann hier nach Hause, mir geht es genauso, ich komme hier aus Bonn und musste erstmal im Kopf die Schere kriegen. Wie gehst du damit um? Ich habe eine gewisse Resilienz, zum Glück. Ich kann auch Betroffene in den Arm nehmen und die trösten. Aber ich würde mir ja da viel mehr wünschen und würde mich fragen, inwiefern eine Taskforce sich auch so einer ethischen Fragestellung, ganz aktuell, man muss nur nach Altenburg fahren, mit den Leuten sprechen, dass es nicht sein kann, dass man um jedes beheizte Zelt da kämpfen muss, um jedes Essen, was ausgegeben werden muss. Und ich finde, das wäre auch eine wichtige Thematik, um die sich eine Fachrichtung vielleicht kümmern könnte und die könnten ziemlich schnell losfahren und die ersten Verknüpfungen pflegen, denke ich. Ja. Also vielleicht kann der Timo noch mal was dazu sagen, weil es schon so ist, dass wir mit dieser Fachtaskforce schon so eine Sonderstellung eigentlich einnehmen bei all denen, die sonst helfen. Und trotzdem sind wir aufgenommen worden in Pack an. Und wir haben auch so das Gefühl, wir packen an. Da muss noch viel angepackt werden. Aber diese Dinge, die mehr in dem Bereich liegen, dass man die Menschen sieht, die betroffen sind, da ist die Plattform sehr erweitert worden. Super. Es geht bis in die Richtung, dass man Kinderbetreuung organisiert, all diese Dinge, die für die Personen, die auch wieder arbeiten müssen, die ja nicht einfach jetzt wieder wochenlang zu Hause sein können, wie das zu organisieren ist. Deshalb, vielleicht kannst du da nochmal. Ja, das wird ja auch immer weiter und neu auch bei uns eingestellt, zum Beispiel, dass Leute auch Betreuungsdienstleistungen anbieten, psychologische Dienstleistungen anbieten, Unterkünfte anbieten, über den Winter, dass auch, es geht ja auch hin, das ist ja auch ein Riesenthema, das Thema Einraumheizung, das wurde jetzt auch gefördert von dem RPR. Charity-Thema, ich glaube, die haben 500.000 Euro nochmal zur Verfügung gestellt bekommen, Tobi Schott und Co. Von der Arsche, das ist auch so ein Thema, aber nochmal, das Thema Betreuung wird ganz Deutschland oder auch im Bereich von ganz Deutschland angeboten, wie gesagt, im Bereich der physischen Betreuung, der psychischen Betreuung und so weiter, also da denken wir schon dran, aber wir stellen ja halt die Plattform zur Verfügung. Das Sprachrohr ist der Dieter, der hat sich ja, wie gesagt, am zweiten Tag uns angeschlossen, nachdem ich einmal gefragt habe, war er dabei. Da bin ich heute auch sehr dankbar für, dann der Zusammenschluss auch mit Markus Wilber führt oder Willi Hartmann da unten.
Und das ist, glaube ich, das, was wir machen müssen. Wir haben immer an Tag 2 gedacht und Tag 2 kommt jetzt. Ja, also das Schlammschütten ist Tag 1, aber an Tag 2 die Menschen nicht zu vergessen. Und er hat jetzt schon zweimal den Finger gehoben. Ich möchte Herrn Krone da auch jetzt nochmal zu Wort kommen lassen, weil ich glaube, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Ja, ja. Aber er sollte definitiv dazu kommen. Das ist ein ganz wichtiges Thema, aber ich muss da auch dringend noch was zu sagen. Ja. Ich weiß genau, was die Frau Fischer, ich bin im Vornamen, weiß ich jetzt nicht, wir duzen uns ja. Aber erstmal gut. Ja, also ich möchte nochmal auf eins hinweisen, weil wir sind schon bei Tag 2, aber Medienpräsenz und echtes Lagebild. Ich möchte deutlich darauf hinweisen, wir haben Regionen in Deutschland noch, da sieht es ganz anders aus. Ich habe mit der Stadt Stolberg da zu tun, wo wirklich die Verwaltung fast handlungsunfähig ist, wo noch Leute in Wohnungen drin sitzen, wo noch überhaupt gar kein Zugang geschaffen ist, wo die Vermieter die Leute nicht reinlassen. Und wir dürfen uns nicht täuschen, nur weil es im Ahrtal schön läuft, aufgrund des hohen Engagements von Einzelpersonen, wie es in anderen Landstrichen aussieht. Da sind 100 Familien unterzubringen, wo noch kein einziger Container für bestellt ist, noch nicht mal der Platz zum Aufstellen vorbereitet ist. Und ich bin mal gespannt, was am nächsten Samstag passiert, wenn die zuständige Ministerin dort eine Bereisung macht. Ob das wieder so ein Bildchen wird zum etwas Lächeln im Hintergrund und dann geht man schnell zum Catering oder ob da wirklich mal einer hingeht und wirklich, ich muss sagen, verdammt nochmal die echte Lage gezeigt bekommt und dann auch handelt, weil der Winter kommt und ich kann nur warnen, da sind Menschen in Lebensgefahr und es wird immer noch nichts getan. Also bitte nicht täuschen lassen und jetzt schon, ich habe Verständnis für Beate Wimmers Versorgungszellendiskussion, aber genauso wie es mir schwerfällt, aus dem Ahrtal nach Hause zu fahren und da die heile Welt zu sehen, genauso geht es mir eine Stufe noch schlimmer, wenn ich von Stolberg ins Ahrtal zurückkomme und sehe, was die da zum Teil für Diskussionen haben und für Probleme, die sind klein im Vergleich zu dem, was dort ein paar Helfer machen und was dort der Bevölkerung, ausländischer Bevölkerung zugemutet wird und noch keine Hilfe in Sicht ist. Muss ich hier ganz deutlich sagen, bin ich erfahrungslos. Das ist dort offensichtlich keine Zone der Nächstenliebe. Zumindest ist es eine härtere Zone der Nächstenliebe. Da möchte ich echt vorwarnen, uns alle, und möchte auch dazu appellieren, dass alle da nochmal den Blick drauf haben, genau auf diese Stadt. In vielen anderen, Städten ist da schon vieles, aber wenn ich dran denke, dieses Video, was du mal gemacht hast mit der Familie, die dort auf Laminat lebt, damit sie nicht durch den Boden durchbricht. Das ist bekannt, haben wir ans Ministerium gegeben und die wohnt heute noch in dieser Wohnung. Das kann ich nicht akzeptieren. Das ist eine Katastrophe. Also ich bin froh, dass du das ausgeführt hast, da brauche ich jetzt nicht mehr zu sagen, aber das ist Stand heute, nach 14 Wochen, muss man sich noch vorstellen. Und, aber das, was du auch meintest mit den Versorgungszelten, ich habe heute so einen schönen Satz gehört, die Menschen, der ist nicht schön, die Menschen gehen jetzt durch das Tal der Tränen. Ne? Die Tage werden jetzt kürzer, man hat mehr Zeit zum Nachdenken, man wird sich jetzt erstmal bewusst, was man alles verloren hat. Jetzt auf einmal sollen die Leute ab dem 10.11. anfangen, Essen zu bezahlen. Es geht eigentlich gerade alles so wieder in die falsche Richtung. Die Suizide, da spricht ja keiner drüber, das wird immer schön verschwiegen. Ich habe Zahlen bei der Pressekonferenz gehört, ich wusste ganz genau, dass die nicht stimmen. Das muss alles angesprochen werden. Und das, was du angesprochen hast, finde ich gut. Und fürs Ahrtal, dass Versorgungszelte abgebaut werden, dass die Menschen darum kämpfen müssen, dass die Versorgungszelte bleiben. Mir fehlt da komplett das Verständnis für und da will ich auch jetzt wieder meine Energie reinbringen, um das wieder publik zu machen und Leute zu interviewen. Ich habe eben noch mit einer Reporterin von der Rheinzeitung gesprochen, die will das auch aufgreifen. Das kann einfach nicht wahr sein. Also wir drehen uns ständig im Kreis, weil das Menschliche wird wieder zurückgeschoben. Ich weiß nicht, aus welchem Grund. Und gerade jetzt, wo die Leute in der dunklen Jahreszeit Hilfe brauchen, wenn wir Frost kriegen und die Menschen, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ihre Heizöfen alle anmachen, dann fallen ganze Straßenzüge aus mit Strom und dann haben wir richtige Probleme. Dann kann der Katastrophenfall wieder ausgerufen werden. Ja, wir haben einen Ersthelfer gehabt, der eben im Elektrobereich geholfen hat, der prophezeit hat, dass es sicher zeitweise in diesen Gebieten keinen Strom geben wird, weil die Schwankungen zu groß sind und dass sich darauf die Menschen einstellen müssen. Und wer sagt ihnen sowas? Man hat auf der einen Seite diesen Willen, wieder aufzubauen. In der A ist das ja nochmal so was Besonderes, weil da
diese Winzer, der Tourismus, die Gastronomie, die Medizin, ja, die Kuren, die dort angeboten werden, eine Symbiose bilden. Und da gibt es nichts anderes. In Stolberg sieht es dann schon mal wieder was anderes aus. Da sind natürlich auch andere Möglichkeiten, auch in meinen Augen zu helfen. Hier dieses Tal, um das überhaupt am Leben zu halten, noch in den nächsten Jahren. Deshalb wird da beides benötigt, eine Bevölkerung, die doch weiter wohnen will, und auf der anderen Seite aber auch eine Hilfe, die nicht abreißt. Und bei uns in Nordrhein-Westfalen sehe ich es nochmal etwas anders. In Nordrhein-Westfalen sind andere Wirtschaftsbereiche auch, die sich hier stärker noch engagieren können. Das ist ja ein Wirtschaftsbereich, der hier gut vertreten ist, Agrarier, die auch gezeigt haben, dass sie helfen können, aber die sind beides. Die sind Betroffene in diesen Gebieten und sind teilweise diejenigen, die dann trotzdem noch mit ihren Geräten, die sie retten konnten, geholfen haben. Und das könnte sich sicher in anderen Bereichen auch noch mal stärker zeigen als jetzt im Bereich der Landwirtschaft. Aber wir sind eigentlich schon fast am Ende. Und ich würde sagen, dass wir innerhalb unserer Runde nochmal eine Runde machen, weil wir haben ja noch vier weitere Runden vor uns, Podiumsdiskussion. Und gerade eben wurde nochmal erläutert, was wir wissen, was es an Technologie alles gibt. Und das ist das, was wir vielleicht beschleunigen wollen. Taskforce hat ja immer etwas Schnelles dahinter, dass wir das zusammentragen aus der Wissenschaft, aus dem Bereich der Wirtschaft, aber auch aus der Verwaltung, schneller zu werden. Und wir vielleicht auch, dass wir uns nochmal verbessern, eine größere Strahlkraft zu bekommen. Und da hat Timo schon für das nächste Mal eine Möglichkeit, die uns zu einer weiteren Strahlkraft führen kann. Vielleicht kannst du das nochmal sagen und auch eben eine Technologie, die wir hier leider in unserem Lagezentrum nicht haben. Ja, also ich bin ja zum einen einer der Gründer von Pagan, von der Initiative und der Plattform, zum anderen aber auch das Team hinter Dieter Könnes. Und wir haben es jetzt geschafft, dass wir eine Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut realisieren konnten. Dafür sind wir auf jeden Fall sehr dankbar. Das Fraunhofer-Institut, so O-Ton, wie Sie sagen, haben gesagt, wenn wir helfen können, dann können wir mit Technik helfen. Wir können jetzt keine Menschen dort hinschicken, aber sie tun es doch. Sie würden uns einen Übertragungswagen zur Verfügung stellen, einen quasi Online-Übertragungswagen, nicht TV-Übertragungswagen, und würden sogar einen Mitarbeiter mitschicken, und damit wir auch jetzt in der kalten Jahreszeit genau diese Menschen, die hier gerade eben angesprochen wurden, in Stolberg und Co., weil wir sind ja auch nur ein Team von, ich sag mal, 4, 5 Köpfen, wir können nicht aus allen Bereichen gleichzeitig berichten. Ja? Also wir fahren schon viel durch die Gegend, versuchen viele Stimmen einzufangen. Dadurch haben wir jetzt noch mal viel mehr PS auf der Straße durch diese Unterstützung und können halt mehr berichten aus verlorenen Regionen, vergessenen Regionen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und Sie haben uns an dem Standort hier oben an Schloss Börlinghofen, das ist in St. Augustin, ein großer Standort vom Fraunhofer-Institut, Ihr Studio zur Verfügung gestellt. Und das ist ein TV-Studio, was seinesgleichen sucht. Also das ist TV-like. Und da dürften wir auch unsere Sendungen dann drehen, ob es eine Köln Live ist oder ob es die Taskforce ist, hier die Ringvorlesung. Da sind wir jetzt in enger Absprache. Das ist was wir bewegen konnten, und jeder soll ja das nochmal sagen, wie der Markus immer sagt, ich kann keinen Traktor fahren, würde es aber gerne mal lernen. Ich auch. Die Alten kann ich fahren, ich habe auch ganz alten Traktor, aus Spaß und Freude, aber die vormodernen Technik kann ich nicht. Aber wenn man Traktor fahren kann und gleichzeitig noch um die so 200.000 Leute mobilisieren, was kann die Technik sonst noch helfen?
Jetzt speziell für die Katastrophe oder was? Ja, ja. Also ich denke allein die Kommunikationstechnik, die ist ja, die macht alles aus. Ne? Dadurch konnten wir ja alles aktivieren. Ja. Und das ist auch wieder für die Taskforce eine Aufgabe, Kommunikationswege herzustellen, wenn eine Katastrophe passiert. Und das auf dem schnellsten Weg und nicht nach 10 Tagen, dass man erstmal wieder Handynetz hat. Das lernt alles. Ne? Also das muss ich sagen, Kommunikation ist alles. Nach wie vor, wenn wir nicht miteinander kommunizieren, dann können wir alles vergessen. Wir können unsere Helferplattform ab sofort in jeder Flutregion innerhalb von 12 Stunden online stellen. Wenn nicht noch schneller. Also wir könnten Menschen dort sofort vernetzen und über Social Media Kanäle die Leute darauf drücken, weil es wird überall Leute geben, die eine Strahlkraft haben. Und durch die Community, die darauf gedrückt wird, hätten sie eine Vernetzung. Aber man muss vielleicht auch 10 Schritte zurückgehen. Wenn man jetzt kommunizieren möchte, dass gerade eine Katastrophe stattfindet, dann brauchen wir vielleicht wieder Hansi-Regen, ne? Weil der schon rausgefallen ist. Oder man kann sich nicht auf das Netz verlassen. Das ist einfach so. Wir müssen eigentlich wieder back to the roots und irgendwo. Wieder mal Sirene aufrüsten. Genau, Sirene aufrüsten und auch mal auf Handbetrieb gehen können, ne? Im Extremfall. Das ist eben ja auch im Ahrtal schiefgelaufen. Ne? Und dass das durch diese Wassergeräusche konnten die Leute die Sirene gar nicht hören. Ne? Da war es ja sowieso eigentlich zu spät, aber. Es ist so viel schiefgelaufen, es ist so viel Arbeit für eine Taskforce. Ich glaube, da haben wir noch einiges vor. Ja. Wir wissen ja, die Erfahrungen werden ja jetzt dann auch gesammelt durch die Wissenschaftler, die sich ja mit in einem Studium dieses Wissen dann auch weitergeben an diejenigen, die ausgebildet werden in dem Bereich. Und ich habe mir mehrfach die Neuorientierung des BBKs ja durchgelesen und da stand ja auch die Ausbildung zu verbessern und da werden wir sicher in den nächsten Runden einiges hören, was man da tun kann. Aber die Technik ist ja schon einige Male jetzt erwähnt worden für die speziellen Aufgaben, die wir jetzt haben als Taskforce. Wen werden wir mit in die Runden bringen und was werden diese Experten uns zeigen können, was schneller läuft bei so einer Taskforce? Wenn wir es schaffen, dass wir die Organisatoren dann über die Ländergrenzen hinweg mobilisieren können, unseren Vorschlägen zu folgen. Aber was ist sonst noch möglich? Das ist eine gute Frage. Also im Grunde bin ich hier. Ich bin tatsächlich schockiert, ne, wenn ich sie jetzt berichten höre. Also eigentlich sind wir ja noch gar nicht an den Boden. Es gibt ja viele dringliche Probleme, die wir lösen müssen. Ja. Also Menschenleben und Wohlbefinden auch. Also es reicht ja nicht, wenn jemand lebt und vor sich hin vegetiert und leidet und dauerhaft erkrankt. Ne, und sozial isoliert wird alles, was so dazukommt. Also wenn, was ich soeben eigentlich wollte, ist, ich wollte die Angst nehmen, dass jetzt alles kontaminiert und verseucht ist. Also es wird immer sogenannte Hotspots geben. Auch wenn alles mal durchgearbeitet ist, wird es immer Bereiche geben, die in ein paar Jahren nochmal auffällig sind, weil man hier nicht gefunden hat. Das ist hier einfach gar nicht vermeiden. Man kann nicht alles finden. Und ich wollte aber die Angst nehmen. Ich wollte überhaupt nicht runterspielen. Ich wollte im Grunde signalisieren, die Technik ist da, die Kapazitäten sind da, die Netzwerke sind da. Und da bin ich nicht alleine, sondern es sind ganz viele. Und die führen wir jetzt hier alle so zusammen, wie wir jetzt hier auch zum ersten Mal zusammen sitzen. Und es sind ja auch viele Leute, die sich engagieren wollen und dazu beitragen können. Das wird ja immer besser kanalisiert. Also in den letzten 3 Wochen haben wir doch auch eine ganze Menge geschafft. Ja. Also finde ich jetzt nicht falsch. Denke ich auch. Ja. Aber das, ich wollte das schnell eben nur, also ich glaube, dass das wirklich große Problem sind gerade immer noch die Menschen. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. War mir vorher gar nicht so klar. Wir sind noch am Anfang. Ne? Das muss auch mir allen klar werden, die hier zuschauen. Wir sind noch am Anfang. Wir sind noch am Aufräumen. Wir sind ganz am Anfang. Wir haben noch nichts geschafft. Das sind alles Provisorien. Die Leuten sind Provisorien. Das ist nichts erschaffen worden. Also für den Boden ist das total einfach. Wenn da irgendwo Hotspots vermutet sind, große Plane drüber, Siloplane drüber, gucken wir, was da nicht drauf stehen, dann irgendwo da durchsickern kann, nachher, wenn es mal kaputt geht, dann immer Gefälle ist und alles abfließen kann, eben von den Bereichen, wo ein Ölfass sein könnte oder andere Dinge, damit man einfach erstmal nur gesichert hat. Das hilft schon ganz schön viel. Oder mal einen Graben drumherum, wenn mal irgendwo was austritt, dass man das erstmal sehen kann. Und wenn dann was ist, muss man dann reagieren. Aber also jetzt sind, glaube ich, hier tatsächlich nicht wir mit Technik für Verbunden dran, mit dem Netzwerk, sondern jetzt tatsächlich die Menschen brauchen Hilfe. Ja. Aber trotzdem, das kann ich ja dann vielleicht am Schluss nochmal sagen, sind wir ja trotzdem unter Druck, die Hilfen, die dafür gezahlt werden für die Betroffenen, die eben mit solchen Böden, die sie ja nicht selber verunreinigt haben, sondern
durch die Flutkatastrophe, so, die sind 2023 zu Ende. Und wenn man es nicht parallel laufen lässt, schon in den Köpfen, fällt es schwer, noch irgendwo Fördermittel zu bekommen für solche Dinge. Und man muss sagen, genauso wie man jetzt Park an als Plattform in kürzester Zeit in einem anderen Gebiet aufbauen kann, das dann betroffen ist, so geht es auch mit diesen Erfahrungen der Zusammenarbeit. Das, was wir jetzt in fast 10 Wochen zusammenbekommen haben an Expertise, die ist ja nun mal da. Die kann jetzt genutzt werden. Und deshalb auch nochmal die letzte Frage an Sie. Wir beide kommen aus dem öffentlichen Dienst und wissen, was Verwaltung bedeutet. Wie können wir auch dort motivieren, die moderne Technik zu nutzen für eine stärkere und auch bessere Zusammenarbeit? Also ich glaube, das geht durchaus, weil auch mit der Verwaltung leben ja nicht Unmenschen, sondern ganz normale Menschen. Wir erleben sie beim Steineklopfen. Plötzlich sind die ganz anders. Ja. Wenn die aber an ihrem Schreibtisch sitzen, dann haben sie bestimmte Befürchtungen. Und diese Befürchtungen müssen wir ihnen nehmen. Ich sage das mal in einem klassischen Beispiel jetzt hier mit dem BBK. Die hatten tolle DLR-Befliegungen, super Lagekarten. Ich habe die Luftbilder dann den privaten Helfern gegeben, um da die Einsätze besser vorzubereiten. Aber es gab eine Angst, das außerhalb von bestimmten Blaulichtorganisationen zu übergeben. Also ich bekam eigentlich nur durch meine persönliche Autorität oder Vertrauenswürdigkeit, bekam ich da diesen Link und konnte dann wieder den anderen helfen. Und wenn man Sachen wie die in der Agrarischen schon laufen, GPS auf jedem Traktor, ja, zum Düngerstreuen oder was, wenn man diese Kenntnisse mal nutzen würde, ja, würde vieles, was du an Kommunikation brauchtest, wo ist mein Schlepper, wo ist mein Bagger oder sowas, würde viel leichter zu lösen sein. Aber dazu muss ein Verwaltungsmensch die Entscheidung treffen, ja, das sind Daten, die unterliegen jetzt in diesem besonderen Fall nicht mehr dem Datenschutz, sondern die werden online gestellt, zur Verfügung gestellt. Und schon haben wir ein viel besseres Lagebild, wo sind welche Kräfte, wer fährt wo, wo brauche ich neue Kräfte, muss ich sie hinsteuern. Und da können auch viele, die, wir hatten ja vorhin über GPS und Geoinformationssysteme gesprochen, das wäre bestimmt mal interessant, das aufzuarbeiten und das auch mal zu einem Thema zu machen, weil da können noch richtig Ressourcen behoben werden. Ja? Allein dieser ganze Kommunikationsbedarf, den die da noch dazu hat, das zum Beispiel fahren und filmen und alles Mögliche machen, also der Kraft hat, der würde dann runtergefahren. Ja? Aber ich glaube wirklich, also man muss nur schauen, dass man sich unverletzt erstmal auf die Sachebene zurücksetzt, mhm, und ohne dieses Betroffenheits- oder Schuldgefühl einfach die Sache sauber analysiert und dann auch mal über seine Grenzen hinweg denkt. Und wenn wir das alles, wenn wir diese Offenheit haben, dann können wir aus der Katastrophe und der Katastrophe nach der Katastrophe, die gab es nämlich auch eigentlich, die Lehren ziehen, dass es bei künftigen Einsätzen dieser Art nicht mehr diese Reibungsverluste geben muss und dass wir unsere Mittel viel effizienter einsetzen können, viel schneller. Und dass es dann auch nicht dazu kommt, eben, dass da eben noch 100 Familien völlig unaufgeklärt, nur weil sie nicht Deutsch sprechen, in einer Wohnung sitzen, weil da irgendwie ein Sozialamt denkt, naja, die werden sich bei mir melden. Ein Ausländer meldet sich vielleicht nicht so gerne wie ein Deutscher. Und auch bei den Deutschen ist es häufig so, habt ihr ja auch oft erlebt, was da mit Schamgefühlen dann da ist, keine Hilfe anzunehmen. Da sind Leute fast ums Leben gekommen, die sind eher verhungert oder verdurstet als alte Menschen, als dass die mal auf die Straße gegangen sind, um sich Hilfe zu holen. Und das müssen wir abstellen. Da müssen wir aus diesem Gefühl, da dürfen wir Helfer uns auch nicht täuschen. Wir sind ja eine Gruppe unter uns. Wir sind ja eh schon so offene von der Persönlichkeitsstruktur. Es haben sich ja die gefunden, die offen sind, die bereit sind, jeden Auftrag anzunehmen. Aber es gibt auch Bevölkerungsgruppen, die leben in einem ganz anderen Koordinatensystem. Und da muss man sich reindenken können und muss für die mitdenken können, dann glaube ich, wird das beherrschbar auch für künftige, leider vermutlicher, häufiger erscheinende Katastrophen dieser Art.
Ja, wir sind schon etwas über die Zeit und ich danke allen, die heute dazu beigetragen haben, dass es eine sehr lebendige Diskussion war. Ich denke, dass mein Versprechen, was ich ganz am Anfang gegeben habe, als wir dann nur einige Personen am Tisch nicht genau mit allen mit dem Kopf oder mit allem sehen konnten, dass das heute nicht der Fall war. Und wir haben ja eine sehr gute Prognose, dass es das nächste Mal sogar fernsehreif wird, wenn wir nicht weit weg von hier bei den Fraunhofer zu Gast sein dürfen. Ich gehe mal davon aus, wir werden sicher noch mehr Fragen bekommen. Sie sehen, ich habe hier einen ganzen Stapel von Fragen und sehe auch im Chat sind 26 Fragen eingegangen. Ich werde sie mir in Ruhe durchlesen, werde versuchen, das auch dann nochmal weiterzugeben. Ich weiß auch, dass Studierende von mir zuhören, weil sie den das Modul hören, Krisen, Risiko und Qualitätsmanagement und haben ein Szenario vor sich, in dem auch diese Ausnahmesituation unter anderem kommt, dass man in einem Krisenstab arbeiten muss und vielleicht haben alle schon mal jetzt so ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie schwierig es ist, mit Ausnahmesituationen umzugehen und wie viel Engagement man benötigt, um Krisen richtig bewältigen zu können. Ja, ich denke, wir sehen uns wieder am 12.11., St. Martinstag, und wir werden sehen, wir haben gemerkt, wir sind nicht ganz in dem Programm, was wir vorgegeben haben, aber dafür ist es auch eine Ad-Hoc-Ring-Vorlesung mit vielen Überraschungen. Ja, dann wünsche ich allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank, Westner, für die gute Vorlesung. Ja. Dem schließe ich mich gerne an und für das Engagement aller Beteiligten.